Schönen guten Abend, wir spielen heute die Demo zu Pokémon Nocturne. Und zwar werden wir, Sella und ich, der als Co-Moderator dabei ist, sag mal hallo. Hallo. Das Spiel mit mir quasi zusammen durchspielen. Ich werde Entwicklerkommentare dazu abgeben. Sella kann bestimmt auch ein bisschen technisch so seinen Senf dazugeben, weil er kennt sich ja auch im RPG-Maker aus. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, ansonsten freue ich mich wirklich drauf, dass das Interesse noch so groß da ist, ja, bei euch im Chat ist viel los. Und wir möchten jetzt Pokémon Nocturne starten. Dann let's go. Mein Lieblingslückenbüßer. Ja, das ist sehr nett, Mina. Von dir. So, wähle einen Modus. Ja? Und ich wollte nur sagen, weil Snake gerade geschrieben hat, Zella herrscht der Zombies. Auf Twitch hier im Live-Chat. Zella hat Bückstück. Der gute alte Lückenbüßer, ja, Sella, ja. Lasst mal den armen Sella. Auf jeden Fall. Gut. Wir haben die Auswahl zwischen vier Modi, wovon nur zwei funktionieren werden. Der Easy-Modus, der funktioniert nicht, ja. Der Hardcore-Modus funktioniert auch noch nicht. Das kommt alles in der Vollversion. Was aber funktioniert, ist der normale Modus und das Bonusmaterial. Beim Bonusmaterial könnt ihr euch die Episode Barely Alive anschauen. Das ist die Episode mit Kai, was mit dem passiert ist in Azalea City. Geschrieben von dem guten Gerigo, der guckt nämlich auch gerade zu, sehe ich gerade. Grüß dich. Und wir werden das einfach jetzt mal normal durchspielen. Die Kai-Episode könnt ihr euch auf YouTube angucken, die ist ja verfügbar. So. Also, im normalen Modus gibt es durchschnittlich viele Heil-Items. Gegner und Endbosse sind normal stark. Deine Pokémon haben durchschnittlich viele maximale KP. Wollen wir es im normalen Modus starten? Ja. So, RPG Stars präsentiert. Bad Majoran, schönen guten Abend. Pika. Danke für deinen Hallo. Host. So, 25. März 2000, in Klammern drei Tage vor den aktuellen Ereignissen. Denn die Sache ist die, die Spieler, die Nightfall oder Pokémon Aurora gespielt haben, werden bemerkt haben, es haben sich so viele verschiedene Handlungsstränge aufgetan. Und jetzt versuche ich das mal mit diesem in Klammern Text ein bisschen zu verdeutlichen, wann das ungefähr so stattfindet. Der war aber nicht da, wo ich es getestet habe, oder? Kann das sein? Nee, bei der Stelle nicht. Das war vorgestern übrigens. Ja, das habe ich. Also ich habe noch sehr viel bearbeitet. Immer so die letzten Tage zwischendurch. Die vorgestern war. Ja, und diese Szene kennen wir aus Pokémon Nightfall. Und jetzt spielen wir einfach mal Red. Übrigens, Sella, du darfst gerne Red reden. Ja, ich fühle mich geehrt. Nee, du darfst jetzt die Stimme reden, die jetzt gleich kommt. Hi Rigo übrigens, ich bin dein Ersatz, ich bin heute dein Lückenbüßer. Yo Rigo, schönen guten Abend. Also, es ist schön, dass er trotzdem vorbeischaut, das freut mich auch. Den soll ich sprechen, ja? Ja, den soll ich. So trifft man sich wieder. Achso, ich muss dir Bildschirmübertragung geben. Es wird Zeit. So, kannst im Discord mitlesen. Jo. Jaffel, ey. Dramatisch. Boah, na, überrascht mich zu sehen, Red. Oder möchtest du lieber Champ des Indigo-Plateaus genannt werden? Sitzt wohl immer noch auf deinem hohen Ross, ha? Huh? Ich verübel es dir nicht. Du hast viel für die Welt getan, zumindest damals. Aber jetzt liegt die Welt am Abgrund und du hast dich bisher nicht einmal blicken lassen. Dabei braucht die Welt doch solche begabten Trainer wie dich. Es wird Zeit, dass wir was unternehmen. Jeder auf dieser Welt hilft mit. Sogar mein Sohn. Hm. Ha. Du wusstest wohl nichts von meinem Sohn. Okay. Tut nichts zur Sache. Red, hört zu. Die Welt steht kurz vor ihrem Untergang. Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Sonst übernehmen die Coronavirus-Infizierten alles. Und Toten alles. Und dann wird die Welt nicht mehr so sein, wie du sie kennst. Dein Titel als Champ wird dann auch nichts mehr wert sein.
Ich weiß, dass wir unsere Differenzen hatten, aber das ist Vergangenheit. Mein Denken hat sich gewandelt. Deswegen bitte ich dich, hilf uns. Hilf der Welt, den Menschen, den Pokémon. Ich weiß genau, du verstehst es. Und deswegen habe ich dir noch jemanden mitgebracht, der dir helfen wird. Na, Red, wie steht's so? Lang nicht mehr gesehen. So gesprächig wie immer, was? Hat sich ja nicht viel verändert in den letzten Jahren. Bin mal gespannt, was du mittlerweile so drauf hast, Champ. Keine Zeit für lange Reden, ihr solltet sofort los. Also, ich bin bereit. Und wie sieht's mit dir aus, Champ? Bereit. Pokémon Corona wäre eine funny Edition. Ja, macht mal. Ich mach das nicht, das ist mir so gefährlich. Übrigens, Zufall, dass du ausgerechnet jetzt in dieser Corona-Zeit das Spiel release? Zufall oder nicht? Hab ich ja alles geplant. Ich hab ja gesagt, ich hab's jetzt in. Ich hab's jetzt quasi anders gemacht, als ich es ursprünglich vorhatte. Jetzt eben quasi relativ schnell released, weil quasi jeder gerade zu Hause ist und die Leute ja was zum Spielen haben sollen. Deswegen habe ich es jetzt auf den Weg gemacht, dass ihr zu Hause die Demo spielen könnt von Pokémon Nocturne. Ansonsten, wenn die ganze Situation jetzt nicht so abgefuckt wäre, hätte ich es zum späteren Zeitpunkt wahrscheinlich rausgebracht oder nicht so in der Form. Ja. Wurde der Coronavirus vielleicht von Mr. Prinz? Ja, damit ihr mir auf Twitch endlich wieder zuschaut. Erstens das und damit wieder alle Bock haben auf Zombie-Zeug. Ja. Alles ein Marketing-Move von Mr. Prinz. Wie er es weiß, Alter. Wie er es einfach weiß. Tja. Gut. Die Szene haben wir ja schon in Pokémon Nightfall gesehen. Die sieht man, wenn man das geheime Ende erreicht hat bei Pokémon Nightfall, beziehungsweise die ganze Szene. Und diesmal habe ich die, also ich habe viele Szenen, die man erst in anderen Spielen freischalten musste, nochmal gezeigt, damit man als Spieler, der die Szenen nicht freigeschaltet hat, weiß, was geht ab. So. 28. März, das ist quasi das heutige Datum in dem Spiel, also die aktuellen Ereignisse. Hättest du mal am 28. März veröffentlicht, das Spiel. Ja, in 9 Tagen. Und auf jeden Fall war es so bei Nightfall, am Schluss hat ja Krista Ethan gefunden und Drake ist auch noch dazu gestoßen, ja. Das heißt, alle drei Protagonisten aus meinen drei Spielen sind jetzt zusammen und Zella seine, naja, mehr werden wir später erfahren, was ihm passiert ist. Du liest mal Ethan vor und Krista und ich nehme. Ja, jawohl. Ja, nimm du erstmal Ethan und Krista. Alles klar. Ich kenne dich, wir sind uns doch schon öfter begegnet. Ganz recht. Schön, auch dich wiederzusehen. Du hast das Kanimani aus dem Labor gestohlen. Das war nötig, glaub mir. Und was führt dich jetzt hierher? Mein Vater, Giovanni, ehemaliger Boss des Team Rocket, möchte, dass ich mit euch kämpfe. Er sagt, dass wir die Menschheit nur retten können, wenn starke Trainer sich vereinen. Überall auf der Welt sollen sich Trainergruppen zusammenschließen, um diese Gefahr zu bekämpfen. Deswegen bin ich hier, um mich euch anzuschließen, obwohl ich lieber meine eigenen Dinger durchziehe. So, das sagt also der ehemalige Chef vom Team Rocket. Ja, sagt er. Irgendein Problem damit? Keineswegs. Aber wie und was hast du oder hat dein Vater sich vorgestellt? Vor allem Team Rocket trauen? Die sind doch für all das hier verantwortlich. Nervig wie eh und je, hm? Zuerst mal. Mein Vater hat mit dieser ganzen Sache hier rein gar nichts zu tun. Des Weiteren gibt es Wichtigeres, als uns über Team Rocket aufzuregen. Da hat er wohl irgendwie recht. Oh, ich krieg gerade einen Follow rein. Itachi Sykes, danke für deinen Follow und einen schönen guten Abend. Tja, wie gesagt, ich bin hier, um mich euch anzuschließen. Also, wie sieht's aus? Ethan, was denkst du? Nehmen wir sein Angebot an. Ach,
Um es nochmal offiziell zu machen. Mein Name ist Drake. Wusstest du ja bestimmt schon. Du konntest ja damals einen kurzen Blick auf meinen Ausweis erhaschen. Ja, das ist quasi auch so eine Anspielung auf die Pokémon Gold und Silber Edition. Wenn man seinem Rivalen das erste Mal begegnet, hat er noch als Namen dreimal Fragezeichen und dann lässt er ja den Ausweis fallen. Und dann kann man ja der Polizei in Neuborg ja mitteilen, wie er hieß. Und dann heißt er auch so für den Rest des Spiels. Ich glaube, bevor ich hier reinkam, habt ihr darüber gesprochen, wo euer nächstes Ziel liegt. Erstmal hallo. Ich heiße Krista. Und ja, wir wollten nach Neuborkia zurück. Ah, Neuborkia. Was gibt's denn dort so Interessantes? Unsere Eltern sind dort. Da werden wir auf jeden Fall zuerst hingehen. Neuborkia, dieses kleine Kaff. Das lohnt sich? Hey, du wolltest dich uns anschließen, also wirst du mitkommen. Touché. Und wie ich vorhin rausgehört habe, wollt ihr jetzt losgehen? So sieht's aus. Dann los. Drake, mein Name ist Drake. Interessanterweise habe ich auch, ich habe ja Pokémon Soul Silver angefangen zu spielen. Ich habe meinen Rivalen auch Drake genannt. Mein Eagle Lava, also mein Feuerriegel, was ich genommen habe, habe ich natürlich auch Brando genannt. Also, ist ein Muss. Pflicht. Es ist Pflicht. Mal gucken. So. Sag mal, Ethan, hast du dich eigentlich nie gefragt, wie du durch den Steineichenwald gekommen bist, ohne einem Untoten zu begegnen? Stimmt, das habe ich mich tatsächlich schon gefragt. Das erzähle ich dir ein andermal. Vorsicht, Professor Lind ist vermutlich zu einem Untoten mutiert. Der arme Wicht. Ich wünsche nur, wir hätten was für ihn tun können. Also, wer erledigt ihn? So, jetzt, das Feature habt ihr ja quasi schon beim geheimen Ende von Pokémon Dusk Remastered gesehen. Und das habe ich ja auch in dem Vorschau-Video schon gesagt, das ich auf YouTube hochgeladen habe. Man wird öfter mal entscheiden können, wer gewisse Aktionen durchführt. Jetzt geht es darum, dass wir Professor Lind töten, also den untoten Professor Lind, nicht den, der alive ist. Und je nachdem, wie ich mich entscheide, kommen dabei andere Dialoge nachher raus. Das werdet ihr dann nachher nochmal sehen. Ich werde jetzt mal in dem Fall. Ich wollte mal was fragen dazu. Ja, ja. Ändert sich irgendwas? Wie soll ich denn erklären? Je nachdem, wen man jetzt nimmt, ändert sich da irgendwie was? Also, ist das entscheidend für den Spielverlauf, sagen wir es einfach mal einfach. In gewissermaßen, ja. Also, wie gesagt, das wärst du auch dem Spiel. Hast du eigentlich auch sogar getestet, glaube ich, oder? Ich weiß gerade nicht mehr. Ich hatte Drake auf jeden Fall vorgestern. Mhm. aber es ist natürlich auch jede Szene so ein bisschen anders, also andere Dialoge und so, das ist ja klar, oder? Mhm. So, ich weiß nicht, ich werde jetzt, glaube ich, einfach mal, wen soll ich nehmen? Was sagen die Zuschauer? Kein Ding, Riku. Ethan, Drake, Krista, quasi alles durcheinander. Kann man nicht da irgendwie es dauert zu lange, so eine Abstimmung oder so. 1, 2, 3 vielleicht könnte man vielleicht machen, ne? Haben eins für Ethan, zwei für Drake, drei für Krista. Ja, ich lese es jetzt so vom Chat ab. Ich habe jetzt nicht so unendlich viele Zuschauer. Aber so ein Umfragetool wäre gar nicht schlecht. Hat bestimmt mein Bot, mein Moodbot. Aber das ist richtig jetzt nicht ein. Das mache ich dann irgendwann anders. So, die meisten sagen Krista. Wenn wir schlau gewesen wären, hätten wir das ja vorbereiten können. Ja, aber. Und dann gleich so den Link einfach reinpreschen und dann wär's. Mr. Prinz hat sich nämlich vorher mal entschieden, nochmal sich von 17 bis 18 Uhr auf die Couch zu legen und ihn zu schlafen. Okay, Krista soll's sein, okay. So, du wolltest ja Krista reden. Ich tue es. Ich weiß, dass du Professor Lind sehr gerne mochtest, Ethan. Und ich kann es verstehen, wenn du ihn nicht als Untoten in Erinnerung behalten willst. Danke. Ja. Auf geht's, Vivi. Lorblatt.
heute Gregor nicht dabei. Nee, der ist, fühlt sich heute nicht so wohl. Aber er ist im Chat dabei, lurkt ein bisschen rum. Und Zella hat sich bereit erklärt, da jetzt mal selbst damit zu reden. Ja, also ich bin der Lückenbüßer hier. Wenn ich habe dazu auch mal eine Frage. Hoffentlich ist es was Ernstes, ja, Film, Mann. Ich habe so das Gefühl, am Schluss steht wieder irgend so ein Mist da. Ja, ich bin gleich im Emulator. Vergiss es, Mann. Alle drei Reihen den kompletten auseinandernehmen. Alles klar, Mann. So. Ich dachte, jetzt kommt endlich mal. Oh. Oh, das war gerade ein. Das wäre gerade ein. Oh, armer Professor Lind. Das hat er nicht verdient. Los, Vivi! So. Mit der 1-Taste oder Xbox-Controller LB, da ist auch wieder so ein Programm dabei, das heißt Anti-Micro. Wenn man das einschaltet, kann man auch mit dem Xbox-Controller spielen. Problemlos, das habe ich jetzt nicht. Ich spiele es einfach mal klassisch mit Tastatur. Auf jeden Fall setzt man dann den Nahkampfangriff von dem Pokémon ein, egal welches man spielt, ja. Wenn ein Gegner nah genug ist, drücke die 1-Taste, um den Nahkampfangriff gegen deinen Feind zu verwenden. Bei einem erfolgreichen Treffer werden die Gegner zurückgeworfen. Solltest du deinen Gegner verfehlen, greifen sie dich an und dein Pokémon verliert KP. Mit der 2-Taste oder Xbox-Controller RB setzt du den Fernangriff ein. Mit dem Fernangriff lassen sich Gegner von größerer Distanz treffen. Der Fernangriff hat jedoch den Nachteil, dass getroffene Gegner nicht zurückgeworfen werden. Wie ihr es eigentlich kennt aus den vorigen Spielen, das gleiche Prinzip. Vorsicht, du kannst beide Attacken nicht beliebig schnell hintereinander einsetzen. Sie funktionieren jeweils nur, wenn die blaue LP-Leiste gefüllt ist. Ja. Gut, Game Over, das ist selbstverständlich. So. Ja, Vigo, huh? Ich kann das auch hier. One, ohne Hit. Tut mir leid, dass es so enden musste, Professor Lind. Sie waren wirklich ein guter Mensch. Lower Blood. Auch wenn ich das Pokémon von Crystal spiele, das ist dann. Nee, ist keine andere Taste, ist alles genau gleich bei jedem. Nun, jetzt wo Gammelind aus dem Weg geräumt wurde, wollt ihr sicherlich eure Eltern besuchen. Ja, ganz genau das hatten wir vor. Naja. Ich habe ja nichts zu suchen, also halte ich die Stellung. Alles klar, danke. Los, Brando. Ich muss unbedingt wissen, ob es Mama gut geht. So. Gut, jetzt spielen wir als Ethan. Ja. Man muss sagen, oder ich muss sagen, die Technik in diesem Spiel ist wirklich viel Kuddelmuddel für mich. Denn bei vorigen Spielen war es immer so, ich habe die ganze Technik ja damals im Jahre 2000, wann war es? 12? 12 aufgebaut. Und da war wirklich die Technik immer nur für einen Charakter ausgelegt. Ne, das gleiche habe ich übernommen für Pokémon Dawn, das gleiche für Pokémon Nightfall. Ich habe es nur ein bisschen immer so fein justiert und ein bisschen besser gemacht. Und auch für mich einfacher gemacht, damit ich besser damit klarkomme. So, jetzt war aber die Sache bei Pokémon Nocturne, oder ist halt die Sache, man spielt drei Charaktere. Und das ist der absolute Albtraum, für drei Charaktere getrennte Menüs reinzumachen, das trotzdem noch irgendwie übersichtlich zu gestalten. Denn egal, wen ich jetzt spiele, jetzt Krista, Ethan oder Drake, habe ich zum Beispiel unterschiedliche Trainerpässe. Ich habe unterschiedliche Pokécoms, die werden jetzt, die funktionieren jetzt in der Version noch nicht, aber sind eigentlich technisch schon fertig. Ich habe drei unterschiedliche Beutel, die miteinander getrennt sind, ja. Jeder hat ein Inventar für sich. Jeder hat ja ein anderes Pokémon. Es sind aber auch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, jeder hat andersfarbige Pfeile hier bei der Textbox-Auswahl. Jeder Charakter hat ja ein anderes Pokémon und demnach andere Attacken, ja? Das ist alles dreifach und vierfach und was weiß ich gemacht, damit es halt trotzdem irgendwie funktioniert. Ja. Viel zu aufwendig wäre das für mich. Das aufwendigste Spiel seit Four Seasons. Ja, das ist wirklich aufwendig. Also, es gibt da auch so ein paar Tricks, wie man das Ganze auch einfacher gestalten wird. Ich habe extra noch ein Unterprogramm entwickelt, das mir hilft, dass ich die Charaktere wechseln kann, ja. Da wird dann einfach in eine Zwischenvariable gespeichert, wie viele Items zum Beispiel ein Charakter hatte. Das wird dann übertragen und dann wird das Inventar quasi leer gemacht und dann wird einfach der neue Charakter da reingeladen in die Variablen. So ungefähr funktioniert das, wenn ihr und das so jetzt verständlich von mir ausgedrückt wurde. Ich habe die Demo gerade beendet, echt? Sehr schön. Ich hoffe,
Das hat dir viel Spaß gemacht. Ganz fetten Respekt an dich, Mari, dass du dich für uns so sehr anstrengst. Kein Ding, Mann. Ich habe auch echt Bock gehabt auf das Spiel. Und ich kann jetzt auch mal so kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Tatsächlich, ich hatte ja ursprünglich ganz andere Pläne gehabt. Ne? Ich habe ja auf YouTube erst angekündigt, es gibt Pokémon Dusk Chronicles Klaus. Es wird nur so eine Mini-Story sein. Vielleicht eine Stunde Spielzeit und dann fertig. Dann bewege ich mich weg von dem Pokémon-Zombie-Universum. Aber dann kam ja der Zwischenfall, dass ich im Krankenhaus gelandet bin. Keine größere Sache, aber trotzdem muss ich ins Krankenhaus. Und dann habe ich halt viel Zeit gehabt, keine Ahnung, Videos zu gucken und Streams zu schauen, was weiß ich. Und dann habe ich halt diesen Stream empfohlen bekommen von dieser Maggie X3, sorry, ich weiß, ich kann mir das nicht merken. Und dann hat die halt einfach Pokémon Dusk, Dawn und Nightfall gespielt und halt mit so einem Enthusiasmus, wie ich es halt ewig nicht mehr gesehen habe. Und ich muss sagen, sowas motiviert mich dann einfach weiterzumachen. Und da dachte ich mir, ey, ich kann die Leute doch wirklich nicht hängen lassen und die Story halt nie beenden. Und dann dachte ich mir kurzerhand, dass ich einfach jetzt doch noch ein letztes finales Spiel mache, wo also quasi ein riesen Finale, finales Feuerwerk entsteht. So. Mario lässt doch die ganze Zeit, ja, wie geht's eigentlich dir in deiner Familie? So, mit uns geht's eigentlich recht gut, also wir verhungern nicht, Toilettenpapier haben wir auch noch ein bisschen. Also uns geht's recht gut. Ich bin jetzt auch nicht so der Paniktyp. Boah, ich hab jetzt erstmal frei, ein paar Tage. Ja, und jetzt wollte ich einfach auf jeden Fall nochmal ein letztes Spiel machen. Und hier sind... Ey! Gut, weiter geht's. Wir gehen mal. Jetzt hör auf die Windel nach mir zu. Wie sieht's aus mit Pokémon Klaus? Wird das weitergemacht? Ich derzeit nicht. Ist auf Eis gelegt. Ob es jemals fertig wird oder nicht, keine Ahnung. So, Zelda, ich würde jetzt gerne mal die Rollen drehen. Red du mal Ethans Mutter, weil wenn ich eine hohe Stimme mache, muss ich husten. Uff. Ach so, ich muss mal wieder auf Discord umschalten. Ethan? Träume ich? Mama! Dir geht es gut? Oh, nein, du träumst nicht. Brandon, mir geht es gut. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Ich dachte schon, ich sehe dich nie wieder, mein Sohn. Tut mir leid, dass du so lange nichts mehr von mir gehört hast, aber da draußen... Ich muss eine Menge durchmachen. Sorry. Willst du mir erzählen, was du erlebt hast? Es fing alles an, als ich den Steineichenwald verließ und Dukatia City erreichte. Ich kann es nicht fassen, dass du so viel durchgemacht hast. Ethans Mutter. Was ist los? Normal, hockt nichts zu dem Tisch. Ethans Mutter, wenn sie tot vor Sorge um ihren Sohn ist, hockt nichts zu dem Tisch. Das ist einfach wahr. Ich musste eben gerade wieder an dieses Oh, Matt denken. Oh, Matt, tut mir leid. Ich muss sterben. Das war so stumpf. Das war eigentlich so eines der Sachen, die mich so fertig gemacht haben, wie noch lange nicht mehr. Wie geht es für euch jetzt weiter? Nun, ich werde wohl wieder gehen. Die Welt braucht uns. Wenn wir diese Infektion nicht verhindern, wird die Welt nie mehr ein sicherer Ort sein. Selbst Neuborgia, das bisher weitgehend verschont wurde. Und du bist ja absolut sicher, dass du es nicht anderen Leuten überlassen kannst? Absolut sicher. Ach du. Du hattest schon immer deinen eigenen Kopf. Genau wie dein Vater. Der hat nämlich immer Bon geraucht. Und nichts anbrennen lassen. Nur gut. Du hast bisher so gut auf dich aufgepasst, dass dir wird sicher nichts geschehen. Und du hast recht, die Welt braucht einen mutigen Jungen wie dich. Aber wenn ich ehrlich bin, würde ich dich ungern gehen lassen. Du warst so lange weg. Ach, Mama. Komm ja wieder. Versprochen. Aber als Untoter. Ja.
Aber bitte versprich mir, dass du vorsichtig sein wirst, ja? Natürlich. Bevor du gehst, geh doch nochmal in dein Zimmer. Ich habe was für dich gekauft. Ich wollte es dir für deine Reise als Pokémon-Trainer geben. Es ist nichts Großartiges. Es liegt oben auf deinem Tisch. Ui, vielen Dank. Na, dann gehen wir mal in mein Zimmer, Brando. So, die Dialoge fand ich nach wie vor gut, genau wie bei den anderen Pokémon spielen. Danke, das ist mir wichtig, weil das Spiel lebt ja auch teilweise durch Dialoge. So. Wow. Irgendwie ein komisches Gefühl, nach so langer Zeit wieder hier zu sein. Hier habe ich meinen letzten Tag verbracht, bevor ich dich von Professor Lind abholte. Ich konnte in dieser Nacht gar nicht schlafen, so aufgeregt war ich. Und am nächsten Tag ging es schon los, in die große Welt der Pokémon. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier zurückkommen würde, nur um sicher zu sein, dass meine Mutter lebt. Nun, lass uns mal schauen, was Mama uns besorgt hat. So, willkommen in Ethans Zimmer. Das war auch schon immer so eine Sache, auf die ich echt Bock hatte in meinen Pokémon-Zombie-Spielen, dass man auch mal wirklich Neuborgia ist, dass man mal wirklich in seinem eigenen Haus ist, in seinem eigenen Zimmer. Und ich glaube, das Spiel hier war auch die perfekte Möglichkeit, das mal euch zu bieten. Und hi Dämon, schönen guten Abend, Mann. Willkommen. Guten Abend. Es ist ja eine Sache, als 10-Jährige die Pokémon-Liga zu besiegen, dann Verbrecher sind die kalt auf. Aber jetzt noch Zombie-Apokalypse aufhalten? Nice, Mutter. Ja, ist halt ein wenig fürsorglich. Außerdem habe ich ja soweit beschlossen, dass ja die Protagonisten bei mir in meinem Spiel ja ein bisschen älter sind. Also Ethan ist 16, Chrissa ist 16 und Drake ist bei mir 17. Aber gut, wo soll man die Info wissen? Ich habe das damals nur bei den Spielevorstellungen reingeschrieben. Kriegt Ethan ein Bush-Outfit, finde ich die Pflanze ideal für. Ich will auch ein XXL-Relaxo. Vor allem bin ich mal gespannt, ob du meine Idee mit dem Konfliktpotenzial in der Gruppe in dein neues Spiel eingebaut hast. Meine Idee? Hä? Welche Idee? Hast du mir irgendwas geschrieben, Itachi? So, wir gucken uns mal ein bisschen um. Bevor mein Abenteuer startete, habe ich oft an der SNES gespielt, aber jetzt habe ich für sowas keine Zeit mehr. Die Relaxo-Puppe ist so groß und kuschelig, wie oft ich auf dieser Puppe eingeschlafen bin. Ja? Ich wollte nur sagen, mir geht's ganz okay, Dani. Oder Carlos. Ich bin ein bisschen müde, aber ansonsten geht's. Ja, das wollte ich nur sagen. Wir alle. Rat mal, wer endlich nach 5 Werktagen extra früh einkaufen gegangen ist, um Globus zu kaufen. Hast du welches bekommen? Ja, heute auch im Globus, Kaufland und Real, alle kein Toilettenpapier. Also es war auch nicht mein Hauptgrund, warum ich hingegangen bin, aber ja, es ist halt einfach nur Wahnsinn, was abgeht. Ich war ja eben kurz nach der Arbeit nochmal im Real und da war nichts mehr. Ich habe sogar Fotos gemacht, da ist alles weg gewesen. Ja, ich auch. Also ey, alles komplett. Es ist einfach nur unnormal, die Leute sind einfach nur bekloppt. Ja. So, die Glumanda-Puppe hat mich damals immer aufgeheitert, aber jetzt muss ich immer an die Leute von Dukatia City denken, die das Glumanda mitgenommen haben. Ja, es gibt halt, ich habe da so ein paar kleine Referenzen eingebaut bei den Gegenständen, die auf andere Spiele verweisen. So. Und Cam ist an. So. Bei uns gab es gratis Mehl pro Person, das ist aber nett. 6 Packungen waren da. Ach. So, wir haben hier eins Beere. Beere halt 5 KP deines Pokémon mit der Escape-Taste. Ich krieg gerade einen Anruf, ich muss mal kurz. Ja, ja, bis gleich. Achtung, die Beutel der 3 Protagonisten werden nicht miteinander geteilt. Das heißt, nur Ethan kann die gesammelte Beere einsetzen. Genau, wenn er sie einsammelt, hat er sie. Wenn ich jetzt einen Charakter zwischendurch wechsle, habe ich wieder nichts. Bevor wir gehen, möchte ich nochmal kurz in meinen PC. Hallo, Big Spear. Hey, es funktioniert noch. Alles klar. Gehen wir. So, ich speichere mal zwischendurch. Jetzt ist es wohl Zeit, wieder Abschied zu nehmen, ha? Huh? Dabei bist du gerade erst angekommen. Ja, ich weiß. Versprich mir bitte, dass du wohlbehalten zurückkommst, ja? Ach, Mama. Ich bin ja nicht allein. Brando, Chrissa und ihr Pokémon Vivi sind dabei. Und Drake aber auch so vergessen. Wir werden gegenseitig auf uns aufpassen.
Da habe ich mich gefragt, wie könnte ich jetzt Drake in dem Kontext erwähnen? Und noch so ein random Dude, den ich kaum kenne, ist auch noch dabei. Bruh. Dann bin ich ja beruhigt. Nun gut. Könnte aber auch ein Indikator sein, dass Ethan sich nur bisher auf Krista verlässt. So hundertprozentig. Bei Drake noch nicht so ganz. Nun gut, ich will dich nicht weiter aufhalten. Auf Wiedersehen. Viel Glück, mein Sohn. Danke. Und bis bald. So, und hi, Oliver. Schönen guten Abend. Hast du überhaupt die Idee, wo du ohne Pokémon rumlaufen musst, überdacht? Bisher noch nicht. Wenn, dann kommt sowas erst viel später. Zombie-Apokalypse und erstmal auf den Rechner arbeiten mit X-Mail lesen. So war es halt damals, in den Anfang der 2000er. Sag mal, Mario, soll ich dir nochmal die Idee schicken von Ethans Albtraum? Der Spiel ist dann so wie. Kannst du mir gerne mal so privat schreiben, das wäre dann ein bisschen besser für mich. Können Hauptcharaktere sterben, ohne dass ein Game Over-Stream erscheint? Das habe ich mich schon gefragt, ob ich das umsetzen soll. Generell wäre es möglich, ab einem gewissen Zeitpunkt. Ich überleg's mir noch. Wenn ich ehrlich bin. So, das Spiel runtergeladen. Danke dafür, mag deine Spiele. Kein Ding, Mann. Und viel Spaß weiterhin mit deiner Pokémon-Arena vor deiner Haustür. Krimineller, der Professor. Dann noch der Sohn des Bosses von Team Rocket. Ja, das ist Worst Combination. Können die Hauptcharaktere zusammen. Alter, ja, Mann, ey, das können wir so scheiß fragen von dir. Mama wäre froh, dass sie mit jemandem wie ihm rumrennt. Jo, Abend, sehr coole Idee. Ich verfolge die Games schon über 2 Jahre, bin gehypt. Sehr schön, das freut mich. So, wird Zeit, dass wir jetzt zu Mama gehen. So, also wir spielen jetzt Krista, das ist jetzt im Prinzip zum gleichen Zeitpunkt. Und jetzt tun wir es Ethan gleich und gehen jetzt mal da rein. Ah, ich hätte eigentlich noch mit Drake reden können. Das werdet ihr auch feststellen. Ihr könnt euch ja entscheiden zwischen Drake, Kristen und Aoife. Aoife, Krista und Drake. So. Und wenn ihr da mit den anderen Charakteren agiert, mit denen redet, dann ändern sich natürlich auch immer die Dialoge ein bisschen. So, verschwinde, ich steche euch ab. Mama! Oh, Krista, wo warst du? Ich war krank vor Sorge. Warum hast du dich nicht bei mir gemeldet? Mama, jetzt lass mich doch erstmal hier ankommen. Sprachfehler im Stream, ja, Mann. Das passiert. Kristen und Aoife. Ja, Kristen und Aoife, Alter. Total wahnsinnig. Das Kristen Mutter ist auf den Tisch weggegangen. Ja, die gibt sich wenigstens Mühe. Du hast mich zu Tode erschreckt. Ich würde dir gerne erzählen, was alles passiert ist. Aber bitte steck das Messer weg. Nun, jetzt sind Ethan, Drake und ich hier, um zu sehen, wie es euch geht. Professor Lind hat sich zwischenzeitlich zu einem Untoten verwandelt. Ich musste ihn töten. Ja. Ich musste ihn töten, ne? Hätte ich jetzt jemanden anderen ausgewählt, hätte da gestanden, Ethan musste ihn töten, Drake musste ihn töten. Ist jetzt nichts Besonderes, wird noch ein bisschen besser. Mario, spielst du Pokémon Masters? Nein. Ich hab's mal angefangen, aber ich habe irgendwie so den tieferen Sinn des Spiels nicht verstanden. Denn irgendwie habe ich schon die ersten, ich weiß nicht, ein, zwei Kapitel gespielt, aber das Spiel, das dirigiert mich immer noch, was ich tun soll. Das ist ja kein Spiel, das ist ja eigentlich eher so ein Simulator. Ich darf nicht frei entscheiden, was ich mache. Das ist halt bescheuert. Ich finde das Spiel nicht so toll. Hast du Kristas Mutter erfunden? Ja. Das war quasi nötig, um halt Krista auch einen Grund zu geben, warum sie halt nach Neuborgia zurückkommt. Im Normalfall sitzt da jemand drin, sitzt da eine random Person drin, ich weiß nicht mehr. Jemand, der nicht so wichtig ist. Deswegen habe ich gesagt, komm, schmeiß mal die Person raus, machen sie obdachlos und setzen Kristas Mutter rein. Guck mal, da gab es ja schon wieder was von gehört. Ja. Krista, ich kann es nicht glauben. Was ist nur aus dir geworden? Diese letzten Worte waren so eiskalt. Als wäre es das Normalste auf der Welt, jemanden zu töten. Ha? Tut mir leid, Mama. Manchmal stellt man solche emotionalen Schienen gerne mal nach hinten. Das ist etwas, das mir Bill beigebracht hat. Bill! Hauptsache, du bist wieder hier. Hier bei mir. Ich weiß immer noch nicht, wen ich jetzt shippen würde. Bill und Krista oder Ethan und Krista.
oder Bill und Drake. Nee, aber mal, es ist wirklich, ist schwierig. Ich mag beide. Also beide passen, also beide Kombinationen passen irgendwie. Du weißt schon, dass Krista die Tochter von Lind ist? Nein. Schon, aber schon komisch, dass es immer Einzeleltern sind. Das war aber doch schon immer so, oder? Bei Pokémon. War ja schon bei Pokémon Rot, es war bei Pokémon Silber, bei Pokémon Rubin Saphir. Nur, dass der Vater ein Arenaleiter war. Warum setzen die Familien sich nicht zusammen? Ja. Sind halt Pärchen mit gewissen Freizügen. Oder wie nennt man das heutzutage? Das Ende der Demo war der Hammer. Auch die Story, die jetzt kommt, perfekt, bin ich gespannt drauf. Alles klar, Mann. Aber verrat mal bitte nichts. Hauptsache, du bist wieder hier. Hier bei mir. Du hättest nie auf diese furchtbare Reise gehen sollen. Jetzt bleibst du. Hier. Ach, Mama. So gern ich auch Neuborgia bleiben würde. Ich kann einfach nicht. Krista, ich kann dich nicht einfach wieder gehen lassen. Mama, wir wollten nur nachsehen, ob Neuborgia noch alles in Ordnung ist. Und jetzt muss ich wieder gehen. Ich werde erstmal in mein Zimmer gehen und noch ein paar Sachen mitnehmen. Bis gleich. Schweigsam. Man merkt auch so, man merkt einfach auch in der Musik so ein bisschen das Verhalten zwischen den zwei Müttern. Ne? Ich bin jetzt eben bei Ethans Mutter reingegangen, da war die ganz normale Neuborgia-Musik wie aus den Pokémon-Spielen. Da ist halt die Welt in Ordnung zwischen denen. Hier war jetzt eine bisschen ernstere Musik bzw. Stimmung. Das wollte ich halt ein bisschen damit symbolisieren. Yo, Caleb! Einen schönen guten Abend! Winko 9 können Sie keine Gruppe wählen. Moin, moin! Ja! Aber nicht lange, will nicht gespoilert werden. Lade mir gleich die Demo. Sehr schön, das ist eine gute Entscheidung. Die beste seit es Corona gibt. So. Auch hier können wir wieder mit den Gegenständen interagieren. Das Pipi-Poster hat mir immer den Tag versüßt, bevor ich das Haus verlassen habe. Rigo hat gestern, als wir noch getestet haben, einen Rechtschreibfehler entdeckt. Ich habe nämlich nicht Pipi geschrieben, sondern ich habe Pipi geschrieben, also ohne E, so wie Pisse. Das Piss-Poster hat mir immer den Tag versüßt. Ja, das war aber schon genau, das war schon immer so ein Fehler von mir. Ich denke immer, Pipi wird mit, also ohne E geschrieben, Pipi. Das Pipi-Poster. Genauso wie Vulpix ich oft falsch schreibe. Ich schreibe dann immer Wuplix statt Vulpix. Ist doch scheiße. So. Fernsehen hat mich eigentlich nie so wirklich interessiert. Ich war entweder mit Geschichtenschreiben beschäftigt oder war draußen. Als Ethan und ich noch klein waren, haben wir uns oft die Radiosendung mit dem Pokémon-Quiz angehört. Deswegen konnte ich mir schon als Kind ein gutes Wissen über Pokémon aneignen. Wer sich bei Pokémon Nightfall noch erinnert, da gab es nämlich diesen Karate-Fuzzi, der hieß Angus. Der hatte ja so ein Quiz gestartet mit Krista und jedes Mal, wenn man eine Runde gewonnen hat, hat er einem einen Deko-Artikel gegeben und am Schluss das Zimmer vergrößert, das sie einrichten konnte. Und das ist auch so eine Referenz dazu, warum Krista das Quiz bei ihm gemeistert hat, weil sie sich halt oft früher diese Quiz-Sendung im Radio angehört hat. Ja. Früher habe ich gerne am PC Geschichten über Pokémon in Fantasiewelten geschrieben. Das ist nun alles Vergangenheit. Myrrhabla finde ich echt knuffig. Ich habe Pflanzen-Pokémon immer gemocht. Das war einer der Gründe, warum ich mir Vivi ausgesucht habe. Bisher bin ich keinem Quapsel über den Weg gelaufen. Zumindest keinem Lebendigen. Sobald ich aber mal eins treffe, werde ich mir sofort eines fangen. Heißt der Virus Nightfall jetzt T oder Coronavirus? Ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Christoph, einen Trank. Ja, 10 KP. Sehr gut, einen Trank. Ich glaube, mein Bücherregal war noch etwas, das ich gut gebrauchen könnte. Ah, wo war es doch gleich? Hier! Ich hab's! Krista schreibt also Pokémon Fanfiction. Ja. Das ist halt immer so, ich gebe auch immer so ganz gern kleine Details über Charaktere frei,
Die ich dann aber irgendwie, aber absichtlich nicht weiterverfolge. Ne? Ich schneide immer so ein bisschen was an und dann soll sich einfach der Spieler so den Rest vorstellen. Das mache ich ziemlich gern in meinen Spielen. Wohl eher, weil Vivi als einziges übrig war und nach Ethan und den Einbruch von Drake. Egal, sie hat sich trotzdem entschieden. Auch wenn sie dachte, sie hätte die Wahl. Sie hat sich trotzdem entschieden. Der Pokécom gehörte mal meinem Vater. Als er Mama mich verlassen hat, hat Mama alle Gegenstände von ihm weggeworfen. Nur diesen alten Pokécom konnte ich noch retten. Wie gut, dass ich ihn noch habe. Bei meinem Pokécom ging ja das Telefonmodul nicht mehr. Deswegen konnte ich nicht damit telefonieren. Lässt ihren alten Pokécom in ihrem Zimmer. Ja, also den kaputten. So, auch hier haben wir zwei Orden. Sehr schön. Na gut, Ethan hat drei. Und zusammen haben sie schon, können sie schon fast zum Indigo-Plateau. So, Mama, ich hau jetzt ab. Und Mama, ich muss dann auch wieder gehen. Krista! Nein! Ich lass dich nicht gehen. Ich verbiete es dir. Du darfst nicht mehr raus. Draußen wirst du sterben. Bleib hier. Hier bei mir. Mama, das geht nicht. Krista, ich bin deine Mutter, du bleibst hier. Basta. Übrigens, schönes Facet gemalt. Christas Mutter von Cephelia tatsächlich. Also danke nochmal an der Stelle. Falls sie das noch liest, hört, was auch immer. Hat Drake auch Orden? Nee, der hat gar nichts. Hat nicht mal einen richtigen Trainerpass. Aber das zeige ich euch gleich dann. Willst du nicht verstehen, dass es hier nicht um dich oder mich geht? Wenn ich nicht rausgehe, wird diese ganze Welt da draußen untergehen und alle Menschen sterben. Und selbst so ein unberührter Fleck wie Neuborgia wäre dann nicht mehr sicher. Da musst du dir keine Sorgen mehr machen, dass wir sterben könnten. Dann ist es nämlich hundertprozentig sicher, dass wir sterben. Und selbst wenn ich jetzt da rausgehe und mein Leben lasse, wenn die Menschheit wenigstens dadurch eine kleine Chance bekommt, weiterzuleben, dann ist es das wert. Christa, genug jetzt! Wir werden uns jetzt verabschieden. Tschüss, Mama. Ja, das lief jetzt ein bisschen holprig. Drake hätte zwei Orden, wäre er offizieller Trainer. Ja, aber hat ja damals auch bei mir im Spiel in Orania City gegen Major Bob gewonnen. Und Major Bob wollte ihm ja einen Orden anbieten. Und Drake meinte dann, ach, so einen wertlosen Lappen brauche ich nicht. Hätte er es angenommen, ja, aber hat eigentlich keinen Bock drauf. Das, er muss halt nichts anderen beweisen, um ja, zu wissen, dass er stark ist. Jo, ciao, Jappel. Einer Zombie-Apokalypse rumjammern, aber die alleine auf Pokémon reisen lassen. Ja, ich glaube, so eine Pokémon-Reise ist nicht so ganz gefährlich wie eine Zombie-Apokalypse. Just saying. Risa muss mehr Zombies killen, damit sie ein schlechtes Gewissen hat, wenn Ho-Oh. Oh, da kommt ein Follow rein. Da-da-da-da-da-da-da! Nison P, danke für dein Follow. Du hast heute auf YouTube bei mir geschrieben. Weiß sogar, wer du bist. Hi. Willkommen. Krista ist Mutter des Jahres. Ja. Nicht. Gut, ihr beiden seid endlich fertig. Ja. Ja. Yep. Nun, dann können wir diesen trostlosen Ort verlassen. Wo sollten wir denn eurer Meinung... Moment, wir... Wir haben noch was vergessen. Hä? Was ist mit Professor Lins Familie? Sie wissen vielleicht gar nicht, dass... Na toll. Auch das noch. Möchtest du jetzt noch den Seelsorger spielen? Kann sowas nicht bis später warten? Da muss ich Drake ein Stück weit recht geben. Allerdings, stellt euch mal vor, seine Frau untersucht auf eigene Faust, was mit ihm passiert ist. Aus ihrem Haus rauszugehen ist viel zu riskant. Also... müssen wir dir am besten erzählen, was passiert ist. Und ich finde, das sollte die Person machen, die ihn erlöst hat. Also, ich. Tja. Hätte ich jetzt Professor Lind mit Ethan getötet, müsste jetzt Ethan gehen. Hätte ich es mit Drake gemacht, müsste Drake gehen. Professor Linds Familie, sie tut mir sehr leid. Sicher, dass du das tun möchtest? Ich werde das schon hinkriegen. Dann viel Glück. Hast du nicht eben noch große Töne gespuckt, dass derjenige, der Lind gekillt hat, zu seiner Familie geht? Nun mach schon. Ja. Und? Aufgeregt? Na klar, und wie? Ich war bis auf den Sohn nicht sehr mit der Lind-Familie vertraut. Ich hoffe, ich finde die richtigen Worte. Tja, bin ich mal gespannt.
Neben Ethan. Nee, ich konnte ja nicht Ethan nehmen. Das wird ja dann immer entschieden, mit wem ich Lind gekillt habe. Wie gesagt, ich hätte jetzt nur zu Linds Familie gehen können, hätte ich mit Ethan den Lind getötet. Das ist das halt, was ich meine, dass die Entscheidungen auch so gewisse Konsequenzen haben, ja. Die Dialoge verändern sich. Und deswegen lohnt es sich halt auch, das Spiel dann nochmal durchzuspielen. Mal gucken, was passiert, wenn ich statt Krista jetzt Ethan nehme. Oder Drake. Ich finde es lustig, wenn Drake Professor Lind tötet, einfach so komplett eiskalt und das einfach in einem schnellen Sack und geht. Ja, das wäre passiert, ja, wenn ich Drake genommen hätte. Hallo, Ibims 1 Lindkiller. Musst du ihn töten bei. So ungefähr läuft es, ja. Bei Ethan, naja, erzähl ich gleich. So. Hey, du bist Krista, richtig? Ja, das ist Krista. Sie spielt doch manchmal mit mir auf dem Spielplatz. Hallo Ian, na, wie geht's denn? Gut, aber mir würde es besser gehen, wenn Papa wieder da wäre. Oh, genau deswegen bin ich hier. Es geht um Professor Lind. Er ist verstorben. Er wurde von seinem infizierten Assistenten gebissen. Er selbst wurde auch zu einem Infizierten. Vivi und ich haben ihn von seiner Qual erlöst. Er ist tot? Papa ist tot? Nein! Du musst dich irren, Krista. Papa ist schlau. Er kann nicht tot sein. Ian, bitte. Es tut mir sehr leid. Ich wollte euch das sagen, bevor wir die Stadt verlassen. Danke, dass du es uns mitgeteilt hast. Ich möchte nicht unfreundlich sein, Krista, aber könntest du uns zwei alleine lassen? Natürlich, kein Problem. Bis dann. So. Hätte ich jetzt an der Stelle Ethan drin gehabt in diesem Haus, hätten die sich noch weiter unterhalten, ein bisschen persönlicher, denn Ethan ist sehr vertraut mit der Familie Lind. Also wie gesagt, test es mal selbst aus, ich denke, das lohnt sich. Stumpf ist Trumpf. Hallo. Und wie lief's? Ganz okay, es hätte schlimmer sein können, aber ja, okay. Aber Ian, ich hoffe, er kommt über den Tod von seinem Papa hinweg. Die beiden brauchen erstmal ein wenig Zeit für sich alleine. Verstehe. Ja, ja, sehr traurig. Wie auch immer. Ich denke, wir haben in diesem Kaff nichts mehr verloren. Also schlage ich euch dezent vor, dass wir weitergehen. Auch wenn ich seine Wortwahl nicht mag. Ihr habt recht, Ethan. Was nun? Da wir offensichtlich nicht über Wasser gleiten können, wie wäre es, wenn wir einen Halt in Rosalia City machen? Gute Idee. Wir sind zwar vorhin schon durch Rosalia gegangen, aber haben dort weitgehend alles ignoriert, um schneller Neuborkia zu erreichen. Tja, dann ist es wohl beschlossen. Auf nach Rosalia City. Aber wir müssen aufpassen. Auf der Route 29 waren noch einige Infizierte, die wir noch nicht erledigt haben. Die wären kein Problem für mich und Brando. Pfff. Croc und ich würden die wegsnacken. Vivi und ich sind aber auch nicht zu unterschätzen. So, jetzt kommt auch so ein kleiner Unterschied, den ich mal auch in dem Spiel erwähnt habe. Die Pokémon der drei Protagonisten unterscheiden sich. Brando hat mittlere KP, also ich glaube 25, eine starke Nahkampfattacke und kann mit der Spezial-AP Flammenwurf einsetzen. Croc hat viele KP, eine normale Nahkampfattacke und kann mit dem Spezial-AP Zerschneider einsetzen, um Büsche zu zerschneiden. Vivi hat wenig KP, also 20, eine normale Nahkampfattacke, kann mit dem Spezial-AP Laubklinge nutzen, um Büsche zu zerschneiden oder Zauberblatt einsetzen. Die Spezial-AP-Leiste für die Pokémon der drei Protagonisten sind jetzt aktiv. Sie füllt sich automatisch auf. Ist diese voll, können die Pokémon stärkere Attacken einsetzen, die doppelt so hohen Schaden bei Gegner verursachen. Auf 1 oder 2. So. Brandos Glut wird zu Flammenwurf, nochmal so zur Aufklärung. Crocs Kratzer wird zu Zerschneider, Rankenhieb zu Laubklingen, Rasierblatt zu Zauberblatt. Gut. Cookie, einen schönen guten Abend, Mann. Wie geht's? Ja, dann bis dann, Itachi. Ciao. Bitte bau ein, dass Ian am Ende auftauchen, Krista absticht. Alter. Nee. Ethans Dialog ist hier am besten. Ja, wie gesagt, weil er halt eben am vertrautesten damit ist. Wen soll man nehmen, Leute? Ihr dürft entscheiden. Wo ist eigentlich Zedda? Ich vermisse ihn schon. Brando, Drake, Krista mit Brando. Krista mit Brando, erlaub. Drake. Sieht aus, als würde Drake das Rennen gewinnen.
Windows hat sich gerade 5 Minuten geweigert, um sich mit dem WLAN zu wenden. Meh. Also Drake. Ah. Ich glaube. Yo, Zilla, willkommen zurück. Hallo. Die Leute haben entschieden, ich spiele Drake. Die Leute stehen halt auf Arschlöcher. Ja. So, ja, wie gesagt, der Trainerpass, in Anführungszeichen, von Drake. Keine ID, keine Orden und auch die Arena-Leiter sind alle ausgeschwärzt. Ja. Das sind halt wirklich so ganz kleine Details, die ich manchmal so einfüge. Bergador, hab nichts im Inventar. Ja, ich existiere auch noch. Ich habe gerade immer einen Anruf bekommen. Ja, das von meinem Papa. Achso, ich dachte schon, dass du zu Hause bleiben kannst. Homeoffice. Ich bleib auch zu Hause am Morgen. Ja. Geil, Mann. Ein Herz für Arschlöcher. Mhm. Drake ist halt der Beste. Zella, du geiler Sellerie. Ja, wie hast du mich eigentlich in die Credits geschrieben? Als Zella oder Sellerie oder als Zella? Zella. Zella. Nur Zella. Okay, passt. Ist auch ist okay. Es wird auch am Schluss vom Spiel, also von der Demo erwähnt. Danke an meine Tester. Auch wenn ich nur ein Drittel getestet habe. Schmellerie. Ja, da ist einfach mal ein Dings durchgegangen. Ich hatte einfach damit gerechnet, dass du es einfach schneller durchspielst, Zella. Ja, weil du nicht damit gerechnet hast, dass es noch Leute gibt, die noch arbeiten müssen in diesen schweren Zeiten der Krise. Haben bei euch Leute auch reingestürmt und wollen irgendwas Krasses haben? Genau, Zuli, als Arbeitssklave oder als zweite Wahl im Livestream. Sei mal nicht so psychisch labil, Mann. So, also mit Imperator kann ich auf jeden Fall Zerschneider einsetzen, Büsche weghauen, das kann man mit Brando jetzt nicht. Da müsste ich jetzt immer einen Umweg nehmen, aber ich mache jetzt trotzdem. Ah, ich bin gebissen worden und tot. Ich mache jetzt trotzdem mal sicherheitshalber mal alles weg. Ja, oder Lückenbüßer. Alla ab. Ja, hat man jetzt eigentlich. Ich war ja kurz weg. Es ist übrigens jetzt ungefähr so die Stelle, wo ich aufgehört habe zu spielen. Ich glaube, das war, wo ich mit Krista war, ne, glaube ich. Krista da zu Hause bei ihr. Taurus war das Beste mit Erdbeben. Siehst du, Zella, dein Game hat das beste Pokémon gehabt. Mhm. Unbezahlter Praktikant zweiter Wahl. Mhm. Das hört sich echt so arm. Mhm. Ja, das mit Taurus hat mir ehrlich gesagt auch so gut gefallen. Einfach, weil es übermächtig war mit seinem Erdbeben. Und Taurus, ich finde Taurus einfach auch sau cool. Und das fand ich auch echt mal geil, so ein überstarkes Pokémon zu haben, das einfach gegen die Zombies so krass stark war. Aber man sollte ja nicht lange davon was haben. In den Credits eines Spiels auftauchen klingt nach einer Idee für mich, ja. Ich werde auch nochmal was zu der Spendenkampagne sagen, also die ich jetzt so im Kopf habe. Ich hatte eigentlich auch erst vorgehabt, die Demo zu releasen, wenn ich die Spendenkampagne so ein bisschen vorbereitet habe. Aber durch die aktuelle Situation bin ich auch jetzt nicht weitergekommen, das irgendwie aufzubauen oder weiterzuentwickeln. Deswegen, wie gesagt, habe ich mich entschieden, ich hau die Demo so raus, auch wegen der blöden Corona-Situation, damit ihr was zu spielen habt. Mir gerade das Bonusmaterial angeschaut, ist sehr gut gemacht, danke. Aber wie gesagt, das könnt ihr auch auf YouTube angucken, das Bonusmaterial, das habe ich da hochgeladen. Und ich möchte auch noch demnächst eine synchronisierte Fassung davon machen. Noch mehr Spenden? Okay, ja. Dort 3 Schwänze können von vorne sein. Beim Kopf ist Imperator aber auch ganz schön stark. Mhm. Hat ja auch fucking 30 KP. Oh. Ja, Imperator gehört übrigens auch zu meinen Lieblings-Pokémon. Nicht? Du magst Pokémon? Lel. Ah, der hat nichts. Schade. Was? Ich mag Pokémon? Ja. So. Hey, was? So. Ab. Lesen. Hey, was machst du da? Raubst du da etwa eine Leiche aus? Hä? Was? Überlebende? Oh, shit. Habt ihr mich erschreckt? Dachte schon, ihr seid Matschbieren. Und, ja, ich raub Leichen aus, ja, ich fühle mich auch schäbig dadurch. Aber was soll man in so einer kaputten Welt schon machen?
Sollte bestimmt kein Vorwurf von ihnen sein. Was ich mir übrigens gefragt habe, wie sind die eigentlich nach Neuborgia gekommen? Gelaufen. Wie heißt du? Mein Name ist Christian. Hallo Christian, mein Name ist Christa. Ich bin Ethan. Drake. Ah, und was wollt ihr hier? Wir sind Pokémon-Trainer. Warte mal. Genau, können wir Nocturne nicht komplett synchronisieren? Das erste komplette Teil mit Stimmen. Boah. Ich glaube... Das Problem ist halt, so eine Audiospur mit Stimme verbraucht halt sau viel Speicherplatz, ne? Da ist dann das Spiel nicht mehr 500 MB groß, sondern vielleicht 2 GB oder so. Weil man kann nur Sounddateien abspielen, die auf Waves sind, und Wave-Dateien verbrauchen halt sau viel Platz. Oder gehen MP3s auch bei Sounds, weißt du das? Oder? Schon wieder weg. Wir sind Pokémon-Trainer. Stella, hallo? Antwort auf meine Frage. Hallo? Ja. Kann man bei RPG-Maker Sounds auch MP3s abspielen oder nur Wave-Dateien? Nee, ich glaube nur Wave-Dateien. Ja. MP3s kannst du nur als Musik verwenden. Also von daher. Da müsstest du halt ohne Musik, also du könntest natürlich die Stimmen, aber da hättest du halt keine Musik. Ja. Also nee. Ja. Das würde einfach nochmal den Zeitaufwand verdoppeln von dem Spiel. Und ich weiß auch nicht, das ist halt so eine Sache, ne? Dann synchronisierst du das Spiel durch, das dauert bestimmt Tage oder Woche, bis es fertig ist. Und wenn dann mittendrin jemand sagt, oh nee, ich habe keinen Bock mehr oder ich habe keine Lust mehr oder ich bin verstorben an Corona, dann dürfte dich den Charakter einfach nochmal komplett neu synchronisieren lassen. Das ist so scheiße. Bei so kleineren Sachen, klar, da ist es easy, aber ich merke auch schon, was für ein Aufwand das ist, so ein 10-Minuten-Video synchronisieren zu lassen, das ist schon sehr, sehr viel. Und ja. Mein Bruder liebt meine Synchro. Ja, das kannst du machen. Sehr geil, lies einfach weiter vorher. Das ist einfach awkward, Alter. Komplett ignoriert. Da gibt es halt Fansynchros. Ja, das dürft ihr machen. Irgendjemand hat mir auch mal geschrieben, ob er Fansynchro auf meinen Spielen machen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, mach halt. Nix dagegen. Ich sterbe nie, das Leid geht leider. Was? Das Leid geht weiter. Och Mann. Leck die psychisch labil mal wieder, der Demo. Lol, kein Vorwurf, aber erst so angehauen. Aber nicht so labil wie einige andere Personen. Würden sich bestimmt welche finden lassen, die dir beim Synchronisieren helfen. Ja, das ist aber halt auch wieder so eine Sache. Ich bräuchte dann wirklich auch Leute, die synchronisieren können. Und halt dann auch ein gescheites Mikrofon haben, weißt du? Dass es halt nicht so ein billig Headset vom Lidl ist, das anschließend, das dann auch knackt und rauscht und was weiß ich alles. Ja, zum Beispiel Sephelia könnte das. Bin aber eine Frau. Oh. Ethan den Typ erstmal anmachen und dann heißt es, wäre kein Vorwurf. Ja, hat sich ein bisschen Phantom vergriffen. Das passiert uns doch allen. Nee, also synchronisierte Fassung von dem Spiel wird es nicht geben. Wo wir noch dran sind, oder Lovikios noch dran sind, ich weiß gar nicht, ob er da ist. Er will noch Pokémon Nightfall auf Englisch übersetzen, da ist er jetzt gerade dran. Und das kommt dann auch noch raus, also wir haben echt schon so viel zu tun. Nee, synchronisierte Fassung nicht. Aber von dem Video mit Kai kommt was Synchronisiertes raus mit Nintastic in der Hauptrolle, falls einen guten jemand kennt. Wenn nicht, dann halt nicht. So, jeder Satz komplett monoton eingesprochen, will ich feiern. Ja, dann müsste ich Stella engagieren. Didididi. Oh Mann, ich bin gestorben. Oh Matt, tut mir leid. Die lohnt sich. Ich kann auch Frauen zur Not sprechen. Ich werde nämlich am Telefon eh mal als Frau. Ja, armer Typ, Mann. Armer Typ. Das ist echt richtig hart. Ja, es feels bad, man. No one knows what it's like to be the seller. Ja. So's, Leute. Dann, weiter geht's. Wir reisen derzeit durch das ganze Land, um Leute zu finden, die unsere Hilfe brauchen. Däm, däm, däm. Wow, hört sich wie wahnsinnig an. Also, hier, naja, Rosalia City ist ziemlich verlassen. Die Leute sind entweder geflüchtet oder wurden von den Matschbieren getötet. Wir sind noch zu viert hier in dieser Stadt. Wow, naja. Dann lass uns mal weitergehen. Ah, wartet, vielleicht gibt's ja
ein oder zwei Sachen, bei denen ihr uns helfen könntet. Wir trauen uns kaum raus. Wenn wir mal rausgehen, dann immer nur ganz kurz und wir betreten nie andere Häuser. Es ist schon manchmal echt schwierig, sich die Ration aufzuteilen. Na, was meint ihr? Klar helfen wir, deswegen sind wir ja hier. Ja, warum nicht? Oh, okay, cool. Ich zeige euch erstmal, wo wir uns versteckt haben. Ich hoffe, das wird jetzt nach Pokémon Aurora die dümmste Truppe ever. Damit ich den Titel endlich los bin. So, du redest. Achso, so weit hast du gar nicht gespielt, oder? Hast du so weit gespielt? Nein. Ich rede den Typen da, den gelben. Also, der mit der gelben Schrift. Wer sind die? Was haben die hier zu suchen? Hier ist es doch schon viel zu eng. Miguel, jetzt beruhig dich mal. Diese Leute sind hier, um uns zu helfen. Ah, stimmt, das war dieser Miguel. Zu helfen? Das glaubst du? Die sehen eher aus wie Leute, die uns ausrauben. Das ist ein Mexikaner. Ich will den Mexikaner sprechen oder Spanier. Willst du den reden? Das spreche ich aber richtig trashig mit diesem. Mach mal wie Akzent. Bei Julian K, Mann. Fängt ja schon mal gut an, sorry. Also, erstmal willkommen. Das hier ist unser Versteck. Dann erstmal zur Vorstellungsrunde. Miguel hat sich ja schon gemeldet. Die Dame neben mir ist meine Freundin Sarah. So, Cephalia, du darfst. Hallöchen. Nicht so schüchtern, Schatz. Ha? Huh? Was soll ich denn sonst noch sagen? Was? So gehen Pornos auch. Was? Was meinst du? Hä, wer was? Hä, was hast du gemeint mit Pornos? Naja, nicht so schüchtern, sagt der Freund doch vorhin, sei nicht so schüchtern. Nicht so schüchtern. Nicht so schüchtern. Als Frau würde ich dich jetzt nicht betiteln, aber eindeutig jünger von der Stimme her, als du bist. Okay, na, das beruhigt mich ein kleines bisschen. Zella ist 14. Ja. Die klauen unsere Jobs. Und zu guter Letzt noch Oscar. Ihm gehört eigentlich dieses Haus hier. Kannst du eine alte Männerstimme machen? Normalerweise will ich immer Rigo fragen. Bei sowas. Ja, ich hätte mich eher angeboten dafür. Oscar heißt er also. Mhm. Ich bin immer so gespannt, welchen Namen du deinen Charakteren gibst. Irgendwie. Ich finde das super spannend. Wieso? Ich weiß nicht, einfach so, weil du nimmst ja wirklich meistens Namen, die du sowohl als Englisch, das hat man ja schon öfters mal gesprochen, mhm. Die man sowohl Englisch als auch Deutsch, das ist halt nicht immer dieses, so dieses, ich mag irgendwie auch nicht dieses Englische, aber irgendwie, ja, es muss halt so ein, ne? Ja gut, einzige Ausnahme ist Klaus. Klaus! Ja, das ist wirklich eindeutig Deutsch. Das war so, bruh. Oscar gibt's ja zum Beispiel sowohl im Deutschen als auch im Englischen, mhm. Sarah genauso, Christian, genauso. Einen schönen guten Abend, werte Reisende. Gut, ich schätze, ihr seid an der Reihe. Ja, ihr seid an der Reihe. Dann mache ich mal den Anfang. Ich bin Ethan, ein Pokémon-Trainer aus Nevorkia. Das heißt Ethan. Ethan. Und das hier ist mein Pokémon Brando. Ein Igelava, wenn man es genau nimmt. Ich bin Krista, ebenfalls aus Nevorkia. Und mein Pokémon ist... Also, fuck, das ist ja dein Charakter. Und mein Pokémon ist Vivi, ein Lorblatt. Drake... Kein üblicher Aufenthaltsort. Pokémon, Croc und Impagator. Sehr schön. Na dann, wie habt ihr euch vorgestellt, uns zu helfen? Na, das müsst ihr uns sagen. Du meinst doch vorhin, dass ihr unsere Hilfe gebrauchen könntet. Ja, klar. Aber ihr würdet euer Leben riskieren, um uns zu helfen? Leute, die ihr eben erst getroffen habt? So wie du es beschreibst, hört sich das wirklich verrückt an. Aber ja... Wir haben lange genug in der Apokalypse überlebt. Wir wissen, was wir tun. Hab ich mir gleich gedacht. Zu lang. Also, du wolltest nicht reden, ne? Red du. Wenn du willst, mir ist es egal, wie du willst. Mach du mal, Mexikaner. Solange wir nichts dafür tun müssen, warum nicht? Entschuldigt, Miguel. Seit der ganzen Sache hier ist er ein wenig nervös. Nervös? Was zum. Ich sollte nicht mal hier sein. Ich bin nur ein Austauschstudent. Okay, ist klar. Ich will einfach wieder nach Hause. Ich hätte doch... Hätte ich Johto doch nie besucht. Ich wette, in meiner Heimat Alola ist diese Krankheit nicht ausgebrochen. Ja, das ist dann schon eher hawaiianisch. Ja, keine Ahnung. Wie spricht man denn in Alola? Keine Ahnung. Wir dachten dort,
Wenigstens ein bisschen auf Hygiene. Ja. Das ist auch übrigens eine kleine Referenz zu der aktuellen Situation, ne? Hände waschen nicht vergessen. Das habe ich jetzt, davon habe ich, von Corona habe ich mich dafür inspirieren lassen. Ja. Jetzt fängt das wieder an. Tja, ein Flugticket nach Hause können wir nicht garantieren. Ticket hier raus. Was braucht ihr denn? Also, da wir schon längere Zeit hier drin sind, gehen uns langsam die Lebensmittel zu Neige. Hatte ich mir fast gedacht. Sprich Miguel, wie fast aus den 70ern. Stimmt, das ist ja auch nicht schlecht. Es gibt hier der Indoor, ne? Oder wer das war? Ja, man weiß nicht genau, wo er herkommt. Es gibt einen Ort, wo es einige Lebensmittel gibt. Erzähl's ihnen, Oscar. Sicher doch. Das Pokémon-Center in Rosalia City hat einen kleinen Schuppen im Hinterhof. Normalerweise lagern sie dort auch ihre Essensvorräte. Wir kommen aber da nicht ran. Erstens, die Tür zum Hinterhof ist verschlossen. Und zweitens, der Schlüssel ist im Obergeschoss vom Pokémon-Center, wo eine von den Matschbirnen ist. Aber wenn ihr es wirklich schaffen solltet, die Vorräte zu besorgen, sind wir fürs Erste gesichert. Klar, das kriegen wir hin. Oder, Leute? Jo, wir schaffen das. Sicher. Vielleicht. Ach, Drake. Warum immer so negativ? Als ich mich euch angeschlossen habe, wollte ich was Großes leisten. Und jetzt helfen wir arbeitslosen Langzeitstudenten und einem Alten, der es eh bestimmt bald hinter sich hat. Nichts gegen euch persönlich. Oder vielleicht doch. Aber das hier ist doch nur Kleinscheiß. Komm schon, Drake. Das sind Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Verstehe ich ja. Aber ich bin hier definitiv vergeudet. Weißt du was? Vergiss es. Ich bin gewillt zu helfen. Wir, wollen euch wirklich keine Umstände machen. Ach, kein Problem. Dafür sind wir ja da. Ich hätte vorgeschlagen, dass nur einer von uns geht. Weil das nur technisch sonst nicht möglich ist. Das Pokémon Center kann für 3 Menschen mit 3 Pokémon beengend sein. Wir müssen uns entscheiden, welches Team geht. So, Leute, wen sollen wir losschicken? Am Ende der Story landen wir in Pretzler, die Regierung Deutschland. Aten, Schicksella, alle Haupt. Aten, Drake den Einbrecher. So, drei Stimmen für Aten. In Demo, Alter. Nee, dich brauche ich noch für ein anderes Experiment. Du musst was anderes machen, Demo, für mich. Aten oder Kristen? Ether oder Kristen? Oscar, allerhaupt. Sieht aus, als würde Ethan diesmal rausgeschickt werden. Miguel, ja, den würde ich wirklich gern rausschicken. Dieser nutzlose Hund. Wieso mich sie fehlt, ja, das ist voll. Ja, wieder. Das ist voll Mobbing, Mann. Ja. Aber ich bin's ja langsam gewohnt. Schick den 70. Miguel. So, schick Bilder aus. Dann, es sieht aus, als soll es Ethan sein. Dann nehmen wir Ethan. So, und jetzt spielen wir Ethan. Stella. Ja, warte, ich muss auf Dings umswitchen. Nein. Dann lass das mal los, Brando. Brando. Jo. Wir müssen ins Pokémon Center. Oscar erwähnte einen Schlüssel, der die Hintertür des Centers aufschließen kann. Okay, so. Jetzt bin ich hier als Ethan unterwegs. Ich habe ja schon vorhin erwähnt, wenn ich jetzt mit den anderen Protagonisten rede, dann sind das wieder komplett unterschiedliche Dialoge. Ich hoffe, das hier ist nicht alles umsonst. Menschen helfen es niemals umsonst. Sie brauchen Hilfe und wir helfen ihnen. So einfach ist das. Brando und ich holen schnell die Vorräte. Wir sind bald wieder zurück. Alles klar, ich wünsche euch viel Erfolg. Stella macht die Zombies depressiv, Alter.
Hätten wir mit Drake ohne Schlüssel reingekonnt? Tatsächlich nicht. Denn da ist kein Fenster zum Einschlagen. Ja, Pokémon Center gibt es im Obergeschoss einen Schlüssel, der die Hintertür zum Pokémon. Ja, okay. Ja. Also bei den Leuten hier ändert sich nicht der Dialog, je nachdem welchen Charakter ihr spielt, weil in dem Fall antworten die Protagonisten einfach gar nicht. Die ist aber auch übelst blass. Ja. Ich wünsche dir. Achso. Also, ja. Wir sind vor der egal. Ich wünschte nur, ich hätte mich nie für dieses Semester entschieden. Nora Kretz. Aber dann mach ich mir noch speichern. Das Schöne an Brando ist halt, die Leute, die lieber die Nahkampfattacke einsetzen. Er benutzt ja Schlitzer und das macht immer doppelten Schaden generell. Aber dafür kein Bäume zerschneiden. Das finde ich auch gut, dass es halt wirklich auch so Vor- und Nachteile gibt zwischen den Charakteren. Okay. Tschüss, Demo, dann schönen Abend noch. Mario, spoiler die anderen Charaktere nicht. Oder willst du die Demo dreimal durchspielen? Nein. So. Gut. Dann gehen wir mal da rein. So, hier. Zella. Oh, Schwester Joy wurde zu einer Infizierten. Sie ist zwar hinter dem Tresen eingesperrt, aber wir sollten sie im Auge behalten. Dum, 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 dum. Ich wusste es. Türen riegelt. Ja, kleines Häuschen ist da. Das gibt es jetzt zwar nicht im Originalspiel, aber ich dachte mir, da ist ja eh so ein kleiner See dahinter. Warum nicht mal ein bisschen Eigenkreation mit reinbringen? Und daher. Alles gut bei deiner Freundin? Ja, frag Zella. Bei deiner Freundin alles gut, Zella? Ich hoffe ja. Okay. Wenn du nicht mehr kannst, dann lass mich lesen. Oder. Klar? Nicht gerade genug, um eine riesige Gruppe zu versorgen, aber für die vier reicht es immer. Das sind die Lieferbelege. Scheinbar ist diese eine Kiste mit Vorräten die einzige, die noch übrig ist. Yes. Die kommt aus China. Oh. So, ja, mit dem Spiel wollte ich auch ein bisschen erreichen, dass die Leute, die das Spiel jetzt längere Zeit nicht mehr gespielt haben, auch wieder langsam reinkommen, ne, so ein bisschen wieder die Basics verstehen. Und, dass es halt nicht gleich hart auf hart ist, hier am Anfang. Jo, upsala. Ah, das vergesse ich jedes Mal, ne, weil, noch vor einer Woche oder so war nämlich das Haus der Belebenden hier unten rechts. Mittlerweile habe ich es aber verschoben auf die Mitte hier. Jo. Wir sind zurück. Wir haben ein großes Paket mit Vorräten gefunden. Ah, wunderbar. Vielen Dank. Wow, damit verzögern wir nur unseren Tod. Klasse. Miguel. Was denn? Ist doch so. Es könnte einfach ich sein, ne? Stimmt. So depressiv oder wie geht, was sagt Dingens immer? Ach, die hat keine Ahnung. Ja, zwischen euch ist immer ein Battle, Alter. Ach, dir ist eh nicht mehr zu helfen. Nun denn, wir sind sehr dankbar für die Vorräte. Ist aber schon ziemlich spät geworden. Wir sind alle müde und würden gerne das Licht ausmachen. Ihr dürft gerne hier übernachten. Wird zwar ein bisschen eng, aber ich denke, das kriegen wir schon hin. Klar, ein bisschen Ruhe täte uns allen gut. Gute Besserung, Mario, an deine Freundin. Das ist nicht meine Freundin, die krank ist. Das ist Sellas Freundin.
Meine ist gesund. So, 26. Ja, März. Hä? Ja, danke, habe ich nur gesagt. Oh, ein Tag ist also vergangen. Nee, tatsächlich das ist 2 Tage vor den aktuellen Ereignissen. Also ein Tag nach dem Ereignis, wo man Red in dieser Silberhöhle gespielt hat. Na, dann, das habe ich auch gerade. Guck mal, das gleich kennst du. Ibi-Tag, zurück! Ach, wie trostlos es hier aussieht. Wir sind viel zu spät dran. Hey, davon liegt doch einer. Nein. Sella Spiel ist jetzt tot. Wir sind einen nochmal richtig schön reindrückt. Das ist das wahre Ende. Das ist das wahre Ende. Tja. Guck, das ist das wahre Ende. Das ist ein Sella Spiel, Mann. Das endet ist nie gut. Ja, Pokémon Aurora, ne? Er hat's ja schon gesagt. Ah, scheiße, der ist wohl auch tot. Sein Hirn wurde aber vorher zerstört, damit er sich nicht verwandelt. War wohl ein heftiges Massaker. Hoffentlich finden wir überhaupt noch jemanden, der lebt. Fuck. Das Fukano gehörte wohl ihm. Irgendwie traurig. Hey, Kleiner. Ganz ruhig. Wir tun dir nichts. Vorsichtig. Wir wollen nur Hallo sagen. Ist doch alles gut, Kleiner. Mein Name ist Gary. Und der ungesprächige Typ neben mir ist Red. Wie heißt du? Halsband. Milo. So heißt du also. Na, Milo? Willst du mit uns kommen? Also auch Pokémon Aurora hat hier eine gewisse Rolle in dem Spiel. Ne? Also spielt das Spiel auf jeden Fall. Ist ein gutes Spiel von Zelda. Falls ihr es nicht getan habt. Abgemacht. Dann begleitest du uns jetzt ab heute. Mit dem dümmsten Trupp ever. Ja, diesen Geschichte. Oder nee, die haben doch überlebt teilweise, oder? War teilweise auch tot. Ja, ein paar. Ja. Ja, es ist, nur weil man ein Main-Character ist, heißt es lange nicht, dass man geschützt ist durch den Plot, ne? So, jetzt einen Tag vor den aktuellen Ereignissen, also einen Tag später. Ach, Mann. Hier sieht's auch nicht besser aus. Viele Teile von Kanto sind zwar verschont geblieben, aber Prismania hat es voll erwischt. Wir können zu zweit nicht ganz Kanto retten. Wenn wir weitere Infektionen aufhalten, ist es gut machbar, Kanto vollständig zu säubern. Aber eine Prävention funktioniert nicht, wenn so eine Metropole wie Prismania City voller Infizierter ist. Yodo kann warten. Dort sind die meisten Städte eh schon infiziert. Ja, verurteile mich ruhig. Aber wenn wir uns auf Yodo konzentrieren, geht Kanto genauso vor die Hunde wie Yodo jetzt. Besser, wir retten einen Großteil von Kanto und kümmern uns später um das ohnehin zerstörte Yodo. Hast recht. Bin froh, dass wir uns verstehen. Nun, was machen wir denn jetzt? Keine Sorge, der gute alte Gary hat schon einen Plan. Ja, wo ist denn eigentlich der Opa? Aber ich glaube, in den neueren Teilen, in dem Hard Gold und Soul Silver, ist der auch nicht mehr da. Ach nee, Quatsch. Och. Oder? Nee, wie war denn das? Weiß ich nicht, so weit bin ich noch nicht in dem Spiel. Ach Quatsch, das. Nee, das müsst ihr dann. Na, Mann, nicht. Ja, ich werde den Opa einbauen, aber jetzt noch nicht. Okay? Okay. So, Tag der aktuellen Ereignisse. Also wir sind jetzt wieder in der Gegenwart. Das ist der Rentner fehlt. Wisst ihr? Wie das geschrieben ist, aber der Rentner fehlt. Müssten die beiden nicht mehr als 6 Pokémon haben? Das klärt sich dann noch auf in der Vollversion. Ich find's aber cool, wie du jetzt einfach alle Städte so abgrast. Also so zeigst, wie es da so aussieht in den anderen Städten. Ja, das war mir auch wichtig. Und Fuchsania waren sie ja schon.
Genau. Aber da ist ja die Lage im Griff, ne? Genau, das so sieht's aus. Haben es die Zombies eigentlich nach Höhen, Sino oder die anderen Regionen geschafft? Im Prinzip nichts. Also von dem, was ich mir jetzt ausgedacht habe. Aber es kann halt immer mal sein, ne, dass so ein infiziertes Pokémon irgendwo auf dem Schiff landet oder halt mit dem Flugzeug mitgeführt wird oder infizierter Mensch ist, geht halt auch, dass es sich dann so ausbreitet. Aber zwischen dem Ausbruch der Infektion und in dem jetzigen Spiel sind ja nur wenige Tage vergangen, ne? Also zwischen Pokémon Dusk und Pokémon Nocturne jetzt sind nur wenige Tage vergangen, von daher. Was ist Michael, wenn er alt ist? Er ist dann Rentner. Och nee, nicht der Wendler. Ist also noch genug Platz für Spin-Offs? Auf jeden Fall, aber wie wir dann Zeller machen. Tja, ich hatte tatsächlich mal überlegt, wenn ich mit meinem aktuellen Spiel fertig bin, ob ich vielleicht mal wieder was Pokémon-mäßiges mache. Als ob, habt ihr es gehört? Ich habe überlegt. Zeller, mach doch ein Spiel. Aber ich habe noch keine Ideen. Es gibt genug Möglichkeiten. Aber Pokémon Klaus werde ich definitiv nicht weitermachen. Wieso denn? Weil es dein Projekt ist. Technik ist schon komplett fertig, Mann. Da wurde was angeteasert. Ja, Mann. Nein, ich habe nur gesagt, dass ich überlege. Das guck mal, wie die Leute sich voll drauf freuen würden, Alter. Ja, es ist schön, aber ich habe trotzdem keine Idee. Alter, es gibt so viele. Vielleicht habe ich später was für dich. Das tun wir dann aber dann später abklären. Noch während dem Stream. Neues Projekt mit Fenstern. Alter. Die Fenster sind mittlerweile eingebaut, sie fehlen ja. Ein Crossover. In der Version 1.04 gibt es jetzt Fenster. Geil, Mann. Aber man merkt, ne, wenn man nichts Pokémon-mäßig macht, dann kommt kein Feedback. Das ist irgendwie schade. Tja. Zeller macht ja nicht nur. War aber schon immer so. Ja, nee, das war nicht immer so. Früher war es ja ganz anders, als noch die RPG. Fenster, ich finde. Na, ich weiß nicht, also ich finde meine alten Spiele, das ist schon 10 Jahre her, meine erste Vollversion oder richtige Vollversion. Habe ich auch nicht so viel Feedback, habe ich auch nicht gekriegt. Also. Mario, denk bitte dran, den Stream am Ende zu löschen. Mache ich. Ich lade mir vorher runter, dann lösche ich ihn, weil ich will ja, ne, das auf YouTube hochladen. Natürlich schneide ich die Szene raus, wo mein Sohn einfach so in die Cam geguckt hat und so, hallo. Hallo. Ich habe Feedback gegeben. Ja, das stimmt, Sephiria. Ich bin ja auch dankbar. Ja, klar. Also wird Zeit, dass du deine Technik veröffentlichst und wir dann alle Spin-offs machen. Das hatte ich mir ja schon überlegt, tatsächlich, Yusei, dass ich einfach so ein Grundgerüst rausgebe und die Leute dann einfach selbstständig Spiele draus machen können. Natürlich würde ich das dann auch mit Kommentaren versehen, wie was funktioniert, wofür was gut ist. In die Richtung habe ich ja schon ein Stück weit gearbeitet. Aber ich muss ehrlich sagen, es gibt nur noch wenig Leute, die mit der Engine irgendwas machen. Ich kenne nur Zella und ja, Cephelia ein bisschen, aber auch nicht so ganz hundertprozentig. Ich kenne schon ein paar, aber wir sind, glaube ich, auch nicht an sowas interessiert. Eine alternative Aurora-Version, wo Elias überlebt. Hä, gibt es doch. Es gibt doch ein alternatives Ende, wo Elias überlebt. Aber das ist nicht das richtige Ende. Das wird's auch nie sein, Danny! Wie es immer erwähnen muss. Das wird's nie sein. Es wird nie das richtige Ende sein. Neues YouTube-Projekt. Maker mit Mario. Ja, so ein paar Maker. Vielleicht, das ich ja gemacht. Vielleicht meint er eine alternative Version, wie es nach Aurora weitergeht, wenn er Elias überlebt. Nein. Meine M5-Prüfung war ein Prototyp. Was? Bin zu blöd zum Programmieren, kann nur Story schreiben. Marios Unterrichtsfach Maker für Anfänger. Wenn ich damit an der Schule praktizieren könnte, würde ich sogar machen. Das andere Ende ist eindeutig das bessere. So, wollen wir weiterspielen? Ich weiß gar nicht, was passiert mit meinem guten Ende. Weiß ich selber nicht mal mehr.
Dann überlebt Elias, ist aber in der Arena gefangen und isoliert. Und denkt sich, oh Mann, wann geht die Scheiße endlich mal wieder weiter? Aber er lebt's. Aber es ist nicht das richtige Ende. Und warum werden wir es auch nicht ändern? Weil mein Ruf kaputt geht. Nicht deiner. Scheiße, ich habe schon beide Pepsi-Dosen leer getrunken. Das ist, uff. Ja, noch eine Pepsi-Flasche. Safe Game Import und dann verändern sich Nocturne Dinge. Würde theoretisch gehen, aber, oh. Mann, so viel Zeit habe ich nicht. Ach du Scheiße! Was passiert denn jetzt? Lies. Christian, du hast geschrien. Was passiert? Miguel, er ist gerade eben aus dem Haus gestürmt. Er konnte es nicht mehr ertragen, hier zu sitzen und nichts zu tun. Leute, bitte, holt ihn zurück. Sind schon unterwegs. Zuschauerentscheidung. Wer soll die Gruppe anführen, um Miguel zurückzuholen? So, wen nehmen wir? Christa, Drake, Christa. Man schickt Giovanni los. Politisch korrekten Pokémon. Eigentlich schon. Ethan. Es sieht nach Christa aus. Christa. Okay. Ja, wir schicken mal Christa los. Tada. Tada. ESFK. Ich hoffe, ihm passiert nichts. Holen wir ihn schnell ein. Wie er ungeduldig schon wieder ist. Ich weiß ja nicht, was mit dir war. Der arme Junge. Er hat es nicht mehr ausgehalten. Bitte sucht ihn. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg. Let's go. So ist das halt mit den Leuten aus der Alola-Region. Die sind sehr, sehr depressiv und... Depressiv. Von dem Wetter hier, das ist halt so beschissen und dort ist es halt so schön. Ah. Scheiß Mankey, Alter. Stirb. Uah! Will keinen Damage haben. Da ist er! Nein! Schon wieder ignoriert. Was? Hey, Miguel! Was? Was wollt ihr? Warum seid ihr mir gefolgt? Ich schicke lieber den unbezahlten Praktikanten zweiter Wahl los. Och Mann. Na, wir wollen dich wieder zurück in das Safehouse bringen. Ja, es ist jetzt quasi gerade morgen, also. Also ich würde nicht immer Safehouse führen, ich würde einfach in Sicherheit bringen. Oder so. Muss ich ehrlich mal sagen. Hier draußen ist es viel zu gefährlich für dich. Bestimmt wurde er jetzt schon gebissen. Ja, es war ziemlich unvernünftig von dir, einfach wegzurennen. Nennen wir es mal nicht unvernünftig, sondern einfach nur dumm. Ich scheiß auf das Safehouse und auf euch! Ich kann einfach nicht mehr da drin hocken, nichts tun und darauf warten zu sterben. Das ist doch kein Leben! Wäre ich nicht nach Johto gekommen, dann wäre ich bestimmt nicht in so einer beschissenen Situation wie jetzt. Ich will einfach weg, egal wie. Dieser scheiß Abhang. Ich wette, da oben gibt es keine von diesen Gammelarschlöchern. Kaum schon. Wenn du versuchst, da hochzuklettern, wird das nur peinlich für dich enden. Erspar uns bitte den Fremdscham. Ihr habt alle so gut reden. Ihr habt alle Pokémon, aber ihr könnt euch verteidigen. Hätte ich mich damals gegen das Studium entschieden, wäre ich jetzt auch Pokémon-Trainer geworden und würde altkluge Ratschläge geben. So wie ihr. Wenn wir drei immer nur an was wäre passiert, wenn denken würden, dann kämen wir zu nichts. Die Situation ist nun mal beschissen für uns alle. Ja, kein Zweifel. Wir hatten auch schon auf unserer Reise eine Menge Verluste.
Aber sieh mal, dir geht es gut. Du bist gesund, du lebst. Viele andere hatten nicht das Glück. Und abwarten und nichts tun ist mittlerweile zum Luxus geworden. Den Spruch habe ich von The Walking Dead geklaut. Gib's zu. Echt? Wer hat das gesagt? Das war, ich weiß nicht mehr, welcher Staffel das war, vielleicht die vierte oder fünfte. Weil es irgendwie so einen Überlebenden gab, der gesagt hat, dass er sich langweilt und irgendjemand anderes sagt zu ihm, dass es, wenn man einfach nur abwartet und Luxus hat, wenn man nur abwartet und wartet und halt keiner Gefahr entgegensteht, dann ist es halt ein Luxus. Irgendwie sowas halt. Egal! Dass ihr Angestellter wollt. Entschuldigung. What the fuck? Versteh doch, wir wollten dir nur helfen, Miguel. Also, ich mittlerweile nicht mehr. Wir wollen die Welt so gut es geht wieder in Ordnung bringen. Du glaubst doch selbst nicht, dass alles für immer so bleibt, oder? Ich weiß nicht. Vermutlich nicht. Du hältst doch bestimmt noch ein bisschen durch, oder? Vielleicht. Aber was ist, wenn ich den Berg hier besteige? Da kommen doch keine von den Infizierten hin. Dann versuch's doch. Selbst wenn du es schaffst, da hochzuklettern. Wenn da keine Infizierten sind, dann wird dich nachts die Kälte umbringen. Also ist es aussichtslos. Sieht so aus. Okay. Ich gehe zurück. Aber Junge. Wir bringen dich wieder sicher hin, okay? Ja, ist gut. Miguel ist der Partie beigetreten. Für die Protagonisten wird es manchmal möglich sein, neue Überlebende zu rekrutieren. Diese Überlebenden sollten so schnell wie möglich zurück zum Safehouse gebracht werden. Die KP des Überlebenden siehst du in der unteren rechten Ecke des Bildschirms. Wenn dein Pokémon Schaden nimmt, nimmt auch der Überlebende automatisch Schaden. Achtung, die KP eines Überlebenden können nicht geheilt werden. Wolfgang Schäuble, Alter, hör mal auf, Videos anzugucken. Da gebe ich Drake recht. Was denn? Drake ist doch nur als Comedian dabei, oder? Er ist halt so der Anti-Typ. Was soll ich sagen? So der Badass. Ethnik ist jetzt wirklich ein schönes Thema. Alola ist ja auf Hawaii angelehnt und größtenteils verschiedene Ethnien leben. Ja. Ich wollte irgendwas, was man halt in Pokémon-Spielen kennt. Und das war auch so eine kleine Referenz darauf, denn in Pokémon Nightfall kämpft man ja gegen, die Mutter von Drake, Athena. Und am Schluss sagt sie sowas wie, ich wette, auf Alola sind keine Infizierten, ich werde jetzt dahin gehen. Und ja, jetzt ist quasi einer aus Alola noch hier, ne? Drake ist ein Realist, kann man auch so sagen. Wenn er so dickköpfig ist, ist es halt trotzdem ein Mensch, der ist halt in Panik. So funktioniert's halt, ne, in der Gemeinschaft. Man hilft trotz neben den Leuten, die halt auch mal in Panik versetzt werden oder halt nervös sind oder was weiß ich. Wow, fuck. Und Looster kam einfach gesprungen. Wow, ich muss wieder zurück nach Neuborgia. Komm, ich weiß, du kannst es. Yeah! Boah, es ist voll drüber gesprungen, habt ihr das gesehen? Lag ihn nieder und schleife ihn zurück. Ah, ist ein bisschen schwierig. Wobei, sie sind zu dritt, das könnte noch gehen. Wenn zwei schleifen und einer beschützt, das würde voll gehen. So. Oh. Drakes Mutter vor dem Kampf gegen Krista gebissen und bringt nun ein Virus nach Alola. Nein. Das eigene Kampfsystem habe ich nach all den Jahren immer noch nicht drauf. Es wäre Rigo nicht passiert. Oh, ja. Fuck! Ich habe nicht aufgepasst! Ich habe auf den Chat geguckt und wurde gebissen. Ah, Mann. Was ist eigentlich mit Bill und Dave? Oh, mit Dave hatte ich mal so meine Pläne. Weiß nicht. Ich hätte schon irgendwie gern Bock, dass er das noch so ein Spiel für den Reihen rauskommt. So ein Spin-off. Mal gucken. Zella! Ich hätte da was.
Hättest, wirklich, Sella, mal Real Talk. Hättest du jetzt nochmal irgendwie Bock auf so ein Projekt mit Dave oder eher nicht so? Keine Ahnung. Wie fandest du das damals da, ein Spiel über ihn zu machen? Bitte? Wie fandest du es damals, ein Spiel über ihn zu machen? Fandest du den Charakter tiefgründig genug oder würdest du sagen, nee, das muss nicht nochmal ein zweites Mal sein? Keine Ahnung. Das heißt tiefgründig. Ich fand es halt cool, die Story zu konstruieren, was halt passiert ist, bevor Ethan kam. Das war halt das Interessante, glaube ich, dran. Hm. Und dass man halt einen Typen hatte, der statt mit Pokémon halt mit einer Waffe rumknallt. Hm. Ja. Wobei, ich glaube, die Leute mögen es eher, wenn man wirklich jemanden spielt, der ein Pokémon dabei hat. Hm. Das mit der Waffe war mal eine echt coole Abwechslung, aber ich glaube, es hat nicht so ganz gezündet bei Dave. Ich fand den Charakter ja eigentlich ziemlich geil. Aber ich glaube, euch gefällt es auch eher so mit Pokémon zu spielen, oder? Leg ihn auf Loreblatt. Woher willst du... Wer weiß, was danach passiert ist. Mit einer Lösung des Virus zu beenden. Ich fände, das wäre ein bisschen zu stumpf. Wäre auch für mehr Schusswaffen in Pokémon. Ich mag meine Pokémon in Pokémon-Spielen. Wird es eine Wiederholung vom Stream geben? Hi, Florian. Es wird... also der Stream wird auf YouTube hochgeladen. So einen Tag später oder so. Und dann kannst du dir quasi nochmal alles anschauen. Also generell, ja. Könnte Idee sein, Ja. Ja, so ein Spiel über Dave fände ich cool. Da habe ich auch so ein kleines Konzept schon erstellt, wie so sein nächstes Spiel aussehen könnte. Wobei es halt ziemlich weit von dieser Zombie-Thematik abkommen könnte. Denn in dem einen, Teaser hat man ja gesehen, dass Dave jetzt auch unter Halluzinationen leidet. Und da hätte ich mir gedacht, dass man vielleicht die Hälfte des Spiels in seiner Psyche verbringt. Ja, aber ich weiß nicht, ob es dann halt schon wieder zu abgefahren ist, wisst ihr? Dave, der coolere Klaus. Ja, nur, das ist halt auch wieder die Gefahr, ne? Dann ist es halt wieder, da hat man zwei psychisch labile Charaktere. Wäre halt auch nicht so. Bei Klaus ist es halt so, da spricht halt immer eine Stimme mit ihm. Also, das Konzept hätte ich cool gefunden. Vor allem habe ich ja die Technik fertig gehabt, ne, mit Schlagstock und Pistole. Aber ich weiß auch nicht, ob das die Leute so jetzt feiern würden, wenn ich ehrlich bin. Obwohl viele schreiben, dass Klaus ihr Lieblingscharakter sei, weil er halt so abgedreht ist und so geheimnisvoll, aber jo, stirbt eigentlich am Schluss vom Spiel. Lieber Pokémon, ja, das dachte ich mir. Psycho dagegen würde ich spielen. Da ist Psycho Dave. Als Alternative geht das doch. Ja, das Problem ist, so ein Spiel zu entwickeln dauert leider echt lange, ey. Ich kann leider nicht 6 Spin-Off-Spiele oder so machen innerhalb kürzester Zeit. Mir gibt doch Christa die Wahl, ob sie mit ihm kommt oder nicht. Da er keine Mädel als Ablenkung hat. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was Bill so macht, außer Tofu essen. Okay. Dann, ja, Sella, jetzt mal so ein kleiner Break zwischendurch. Über welchen Charakter würdest du am ehesten ein Spiel machen wollen? Sella? Keine Ahnung. Würdest du einen vorhandenen Charakter nehmen oder einen neu erfundenen? Ich weiß es nicht. Oh Mann. Wie gesagt, ich habe da keine Gedanken mehr zugemacht. Also was heißt keine Gedanken? Schon, aber mir ist halt jetzt nicht wirklich was eingefallen. Weil man könnte ja einiges machen. Also im Grunde, man hat ja im Grunde die Gruppe noch in von Dave halt. Mhm. In Dings, Dukatia. Ja. Theoretisch hätte man noch in Fuxania diese Gruppe da. Mhm. Und ja, keine Ahnung, gibt ja, wie gesagt, verschiedene, viele Sachen, wo man
Oder mehrere Sachen, wo man ansetzen könnte. Man könnte genauso gut ein komplett neues Spin-off machen, aber das ist jetzt eigentlich auch Quatsch, wenn du jetzt mit Nocturne alles abschließt. Ja. Eigentlich ist alles Quatsch, wenn du mit Nocturne jetzt alles abschließt. Du könntest jetzt theoretisch alles zusammenführen am Ende. Ich weiß ja nicht, ob du das machen willst. Das ist ja auch wieder die Sache. Ja, es gibt so Gedanken, aber ich weiß noch nicht hundertprozentig. Es ist halt die Sache, es gibt halt immer irgendwelche Geschichten zu erzählen. Man kann eine Geschichte über Jens erzählen, man kann eine Geschichte über Jasmin erzählen, eine Geschichte über Norbert, eine Geschichte über die, ich weiß nicht, wie die heißt, diese Drachen-Arena-Leiterin, heißt die Sarah? Sarah? Keine Ahnung. Wie heißen die? Weiß es gerade jemand? Sabine? Man kann über jeden Arena-Leiter was erzählen, klar, aber das Universum würde voll aufblähen. Das ist für eine Einzelperson für mich nicht machbar. Man kann so viel machen, man hat leider nicht unendlich so viel Zeit. Genauso ist es, Yusei. Sandra, eine Geschichte über einen wichtigen, unwichtigen Nebendarsteller, das geht alles. Ja, und wenn ich dann mal sowas rausbringe, dann meistens irgendwie in der Form von einer Episode, die man sich auf YouTube dann angucken kann. Das ist dann erheblich unaufwendiger, als jetzt gleich direkt ein ganzes Spiel darüber zu machen. Vor allem Mario hat den Coronavirus durch Hypnograf verschworen. Es sagt, keine Sorge, es bleibt nicht lange ein Spiel. Okay. Nightfall hat mich persönlich am meisten geschockt. Wieso das dann ja mal? Boah, mach was über den Rentner auf dem Dach. Mann, Cephelia, du mit deinem Rentner, Alter. Hast du irgendwie einen Fetisch auf Rentner? So. So. Rentner-King. Wir können weitermachen, wenn Sie möchten, Mr. Zilla. Zilla? Zilla! Da sind wir wieder. Miguel, ist zum Glück nichts passiert. Ach, das interessiert die doch nicht. Miguel, warum denkst du das? Wir haben uns wirklich große Sorgen um dich gemacht. Ja! Haben wir, ganz sicher. Wir haben Ethan, Krista und Drake extra losgeschickt, damit sie dich wieder sicher hierher bringen. Wir waren wirklich schockiert. Junge, verstehe doch. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir müssen uns gegenseitig helfen. Yo, Raymaria. Einen schönen guten Abend. Wie geht's? Hallo. Wenn es dir nicht gut geht oder du dich unwohl fühlst, dann rede doch bitte mit uns. Ja, bitte hau nicht einfach ab. Es gibt doch bestimmt andere Lösungen, als wegzurennen. Ihr hättet mich wirklich nicht zurückholen müssen. Vielleicht wäre es auch okay, da draußen zu sterben. Ach so, scheiße, sorry. Bruh. Ich hab's nicht gerafft. Hey, wir haben nicht umsonst unser Leben da draußen riskiert, nur damit du wieder einen auf Kamikaze machst. Drake, das ist schon gut. Wir machen das. Das soll nun wirklich nicht eure Last sein. Was viel wichtiger ist, ist, jemand hat nach euch gefragt. Nach uns? Sicher? Vom Spiel her selbst hatte ich Nightfall am öftersten Gänsehaut, hatte mich erschreckt. Wahrscheinlich wegen Hypno, ne? Was? Wer soll uns denn kennen? Wer würde denn nach uns fragen? Ha, vielleicht? Bill, das wäre doch schön. Oh Mann, erwähnst du den schon wieder? Ach komm, sei doch nicht so eifersüchtig. Dich mag ich doch auch. Okay. Ich eifersüchtig? Niemals. Ihr zwei könnt aber ruhig später Händchen halten. Hä? Kann man sich am Ende zwischen Krista, kann man sich am Ende als Krista... Vielleicht. Die Wahl zwischen Bill und Ethan. Vielleicht geht das ja wirklich mal irgendwann. Ich weiß es nicht. Habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Brother Man Bill. The Brother Man Bill is the brother living at the top of the hill. Nur viel zu tun, Arbeit in Altpflege. Da muss man sehr. Oh ja, das ist richtig, das ist gerade richtig heftig, ne? Oder auch richtig kritisch, ne? Wenn man da nicht aufpasst. Das, bei der Situation, ey, Respekt davor auch noch. Weil die Leute, die jetzt echt noch so sich der Gefahr aussetzen müssen, haben erstmal meinen tiefsten Respekt. Es ist nämlich sau schwierig, jetzt durch den Alltag zu kommen, gerade beim Berufsalltag im Einzelhandel, ey, die Leute werden wahnsinnig, einfach wahnsinnig. Das sehe ich nicht nochmals. Kann man nicht anders beschreiben. Aber vor allem nicht der Virus verwandelt die Leute in Zombies, sondern die Situation an sich.
das ist halt wirklich nicht normal, also. Mm. Die Leute sind halt wirklich richtig, richtig lost einfach. Mm. Co-Moderator kommt nicht zu moderieren, lel, hä? Ja, weil ich deinen Dialog gelesen habe von Miguel. Achso. Christa bekommt sie alle. Drei zwischen ja. Ethan und Bill. Wird eine Dreiecksbeziehung oder wie das heißt. Oh Mann. Bitte nicht. Tu, was ich kann. Sehr schön. Ja, es ist halt, ja, Ethan hat ja schon einen Tagebucheintrag von Bill gelesen, ne? Er kennt ihn ja so vom Hören her. Aber übrigens, falls es jetzt neue Zuschauer gibt, die mich jetzt noch nie bei Twitch gefolgt haben, also ihr könnt mir ruhig folgen, wenn ihr wollt, ne? Das ist halt freiwillig. Und dann verpasst ihr auch keine Livestreams mehr, weil ich mache halt regelmäßig Livestreams, wo ich halt was spiele oder auch das Spiel entwickle, live vor der Kamera. Also wenn ihr mir folgen wollt auf Twitch, wäre voll nice. Wenn nicht, ist auch okay. Polyamore Beziehung für Christa, ja. Nee, bitte nicht. So ist sie nicht drauf. So würde ich sie nie schreiben, einsetzen, was auch immer. Christian, sag, was wollte derjenige von uns? Ach, eigentlich nichts Besonderes. Ich glaube, nur reden? Er meint, er wartet im westlichen Haus auf euch. Ihr wisst schon, dass welches am nächsten am Wasser steht. Na, das ist ja interessant. Danke für deinen Follow auf Twitter. Kein Ding, Mann. Du schenkst mir jeden Tag halt Geschenke bei Pokémon Go. Ich kann dir leider gerade nichts zurückschicken, weil, klar, ich komme gerade nicht so viel rum. Deswegen, es musst du halt belohnt werden. Könnt ruhig folgen. Folgt mir! Ich habe das Problem, dass ich einkaufen gehen muss und kann ich leider meine Oma schlecht nicht besuchen. Ja, das ist echt blöd, ne? Kannst du dir was liefern lassen von Rewe? Die bieten ja irgendwie sowas manchmal an. Chris hat das doch faustig in den Ohren. Dann kriegt Chrisas Mutter alle Kerl. Ja, bei der könnte ich mir vorstellen, dass Chrisas Mutter nichts anbrennen lässt. Wenn schon der Vater keinen Bock mehr auf seine Mutter hatte. Pokémon Stadium. Ja, stimmt, Chrisas Mutter, ja, die temperamentvolle Lady. Allgesagt, ich mach das gern, ich muss da aufgrund meines Berufs aus dem Haus. Ja, das ist dann ungerechtfertigt. So, hast du schon gelesen? Nein, weil du hast ja die ganze Zeit geredet. Ja, tut mir leid. Na, ist ja nicht schlimm, ich sage ja nur. Bin gespannt, wer auf uns wartet. Ja, nun, falls wir uns nicht wiedersehen, wir sind euch zu tiefem Dank verpflichtet. Das stimmt, auch ein Danke von mir. Ihr seid richtige Helden. Gäbe es mehr von eurer Sorte, wäre hier bald wieder Frieden. Da muss ich Oskar zustimmen. Wir hatten nicht erwartet, dass es noch so nette Menschen gibt. Ja, das gibt's heute jetzt leider nicht mehr, wie man bei den Supermärkten sieht. Danke. Kein Problem, das ist doch selbstverständlich. Dann würde ich sagen, bis bald. Macht's gut. Tschüss. Let's fetz. Tschüss. Bis bald. Auf Wiedersehen. Denn es ist Zeit zu gehen. Der Mond, der Bär und das Blaue. Leider nicht lieber, aber erst ab dem 26. Ach Gott, nee. Schlimm, ne? So. Jetzt, bin ich mal gespannt, wer auf uns wartet. Auch noch so ein paar kleine Details, ne? Hier so Leiche auf der Insel. War Rigos Idee. Ein paar Wasserleichen. Aber wir können nicht. Wir können nicht aus der Stadt raus. So, mal gucken, wer uns erwartet. Es ist auch immer wieder interessant, was die Leute in ihre Tagebücher schreiben, bevor sie verschwinden. Ah, da sind sie ja. Ah, werte Freunde, schön, dass ihr gekommen seid. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin Gary Eich, Arenaleiter von Vertania City und Enkel des legendären Pokémon-Forschers Professor Eich. Und der Typ da drüben, das ist Red. Ihr dürft ihn aber auch ruhig einfach nur Champ nennen. Tag. Red tut es auch. Ach, entschuldigt meine Unhöflichkeit. Ihr seid ja bisher gar nicht zu Wort gekommen, aber jetzt dürft ihr natürlich gerne etwas bei euch erzählen. Und ich würde sagen, Ladies first. Ja, ich meine dich, Schönheit. Ach du Kacke.
Hey, keine Sorge, du kommst auch noch dran. Drake. Ha? Woher? Hey, erst die Lady, ja? Ich würde ja zu gerne erstmal wissen, was ihr wollt, aber gut. Ich bin Krista, ich komme aus Neuburgia und bin Pokémon-Trainerin. Krista, ist ja süß. Und du? Ich heiße Ethan. Ich bin auch ein Pokémon-Trainer aus Neuburgia. Aber mein Fokus liegt darauf, den Leuten in diesen schwierigen Zeiten zu helfen. Hört sich ehrenwert an, gefällt mir. Ach, eigentlich ist es ja völlig unnötig, dass du mir erzählst, wer du bist, aber anstandshalber würde ich es doch gerne hören. Keine Ahnung, was für Spielchen du spielst, aber na schön. Ich bin Drake, kein offizieller Pokémon-Trainer. Und? Sonst nichts. Und Sohn des berühmt-berüchtigten Giovanni. Ich dachte mir, dass du es weißt. Und ich wusste, dass du dachtest, dass ich es weiß. Dann kann ich mir ja den Moment der Überraschung sparen. Sieht so aus. Noch mehr Motivation beim Vorlesen. Ich werde ganz hibbelig beim Zuhören, vom Zuhören. Warum denn? Ich finde, das ist der Dialog hier zu schreiben, was jetzt gerade passiert. Das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht bisher. Ich finde einfach, wie soll ich sagen, die Symbiose hier am geilsten. Der Moment, wo Gary unsympathisch wird. Ich finde gar nicht. Ich finde ihn halt trotzdem irgendwie geil. Und momentan macht es mir am meisten Spaß, seine Dialoge zu schreiben. Ich weiß nicht. Irgendwie gefällt er mir als Charakter gerade auch am besten. Tja, dann, warum heißen die nicht Rot und Blau? Ich finde die Namen scheiße. Ich wollte auch fragen, warum heißt er eigentlich Gary jetzt? Und er Red? Ich hätte ihn nie Ash genannt. Das wäre so beschissen gewesen. Aber. Ja, aber warum ihn dann Gary? Weil er. Ja, gut, interessant. Ich finde es blöd, ihn Blau zu nennen oder Blue. Das ist so bescheuert. Ich finde es. Die Namen kacke. Bei Red geht's noch, weil es auch ein echter Name ist. Ja, aber Rot. Wollte ihn halt gescheite Namen geben. Deswegen. Ja. Tja. Dann, weg ist der Gary der Johto-Region. Naja, nicht ganz. Also, Gary ist halt so ein bisschen der Angeber. Zumindest hatte ich immer so. Weiß das jeder, oder? Dass halt ein bisschen Angeber ist, bisschen narzisstisch, bisschen egoistisch, ne? Ist halt richtiger Mr. Prinz, ne? vielleicht macht es mir deswegen auch am meisten Spaß, seine Dialoge zu schreiben. Gut. Jeremy Pascal. Tja, dann spitzt mal eure Lauscher. Ich hab Giovanni getroffen. Er hat mir die Leitung übergeben. Die Leitung von was? Nein, nicht von seiner Arena. Die Leitung, um diese Seuche in den Griff zu bekommen. Sein Plan ist es, die fähigsten Trainer des Landes zusammenzubringen, um der Situation Herr zu werden. Ach Gottchen, ich rede ja schon wie mein Opa. Und hier sind wir, wohl welche der wenigen, die sich noch trauen, die Außenwelt zu betreten. Giovanni persönlich bat mich, dich zu treffen, Drake. Ich glaube, bei eurem letzten Treffen wollte er, dass du Team Rocket in Dukatia City aufhältst. Wie ich sehe, hat das ja super funktioniert. Nicht. Ja, war unmöglich, die Leute zu überzeugen. Und ohne Pokémon konnte ich mich nicht verteidigen. Deswegen musste ich nochmal das Kanimani stehlen. Mit einem gestohlenen Pokémon suchte mich zwar die Polizei, aber ich konnte mich verteidigen und Menschen beschützen. Widerstehen? Wie soll man das verstehen? Brauchst ja dann nicht umzudenken, um den Dialog von Gary zu schreiben. So sieht's aus. Lifehack. Ich fand im Original auch die Musik von Grau und von Drake super. Ja, ne? Das Pascal bitte bloß weglassen. Mein Name darf nicht... würde jetzt zu lange da. Unser Drake ist ein waschechter Zeitreisender. Er hat den Ausbruch der Apokalypse nicht einmal, sondern gleich zweimal erlebt. Und das in Orania und Sophronia City. Ich frag mich, ob du beim zweiten Mal einige deiner Entscheidungen anders gefällt hast. Ach komm, Drake, so schwer war das doch nicht zu erzählen. Du fängst an, mich zu nerven, Junge. Glaub mir, das hört auf. Giovanni hat die Macht von Celebi erlangt. Celebi ist ein mysteriöses Pokémon, das Zeitreisen ermöglicht. So unfassbar mächtig es sich auch anhört, Celebis Macht ist auch sehr stark begrenzt.
Zetterby kann den Zeitfluss nicht manipulieren, sondern nur Menschen und sich selbst durch die Zeit schicken. Hm. Dafür zahlte Giovanni einen hohen Preis. Es war ihm möglich, Drake durch die Zeit zu schicken, aber eine Person durch die Zeit zu schicken kostet eine Menge Kraft. Lebenskraft, um genau zu sein. Aber er hat dich ausgewählt, damit du die Dinge wieder in Ordnung bringst und die beschützt, die es verdienen. Hast du jetzt genug geredet? Ah, mitnichten. Bevor wir so abgedriftet sind, habe ich euch ja erzählt, dass Giovanni mir die Leitung übergeben hat. Und, naja, hier und da gibt es sicherlich noch starke Trainer, die uns helfen könnten. Aber bisher hat keiner den Mut, sich den Infizierten zu stellen. Außer uns natürlich. Sieht so aus, als müssten wir diese Apokalypse selbst bewältigen. Und wenn die Menschen sehen, dass man es schaffen kann, wird es sicherlich noch mehr geben, die unserem Beispiel folgen werden. Wir müssen anfangen, die Welt wieder in Ordnung zu bringen, sonst ist sie verloren. Gerade in Kanto sind so viele Gebiete noch zu retten. Manche Städte in Kanto sind einfach komplett verwüstet. Red und ich schaffen das einfach nicht allein. Also sollen wir Yuto einfach so fallen lassen? Diese Idee gefällt mir ganz und gar nicht. Hey, ruhig Blut. Was ich damit meinte, wir brauchen einige helfende Hände in Kanto. Wie sieht es in Yoto denn gerade? In fast jeder Stadt sind Infizierte. In Dukatsia City, naja, wo ja der Ursprung war, sind viele neue Infizierte hinzugekommen. Viola City ist völlig hinüber, Margonia City ist überrannt. Und von Azalea City will ich gar nicht erst anfangen, da waren ja nur noch Infizierte. Ich glaube, ich habe gesehen, dass Ebenholz City noch eine relativ stabile Festung ist. Siehst du, das meine ich, Sella, Ebenholz City. Da könntest du ein Spiel draus machen, weil da es noch nicht Infizierte gibt oder noch nicht viele. Die Frage ist ja, ob du Ebenholz City noch nicht erreichst, ob du es nicht vielleicht erreichst in diesem Spiel. Ob du dahin kommst. Ich weiß es noch nicht hundertprozentig, aber das wird sich gleich aufklären. Wie er zwischendurch schon überlegt, den Text anders zu formulieren in Zukunft. Ja, gell? Ja, ne? Und Kanto? Nun, in Kanto sind Alabastia, Vitania City, Memoria City und die Zinnoberinsel frei von Infizierten. Drake hatte ja in Orania City und Saphonia City weitgehend alles niedergemäht. Sie sind auch schon fast wieder frei von Infizierten. Nur Azuria City, Prismania City und Lavandia haben noch so ihre Probleme. Interessanterweise ist Fuxania City die einzige Schwellenstadt. Sie haben es geschafft, sich von den Infizierten zu isolieren. Dort brach die Infektion in der Safari-Zone aus. Die Bewohner haben wohl schnell reagiert und die Safari-Zone abgeriegelt. Sehr schlau. Zum Glück war Koga noch da. Er hätte eigentlich in die Top 4 wechseln sollen, aber das hat sich jetzt erledigt. Das hört sich ja wirklich so an, als könnte man Kanto-Drin befreien. Die Drachen-Pokémon regeln das. Ja, Mann, die sind stark. Wie kamen die Pokémon nach Lavandia, wenn noch alle Wege kaputt und zu waren? In Pokémon Dorn gab es ja diesen Untergrundtunnel vom Friedhof aus, der in den Turm zu Lavandia geführt hat. Und der wurde ja erst verschüttet, nachdem es halt diese Erdbeben gab. Also sind da noch Infizierte vorher durchgekommen. Ja, solange wir zügig handeln. Der Vorteil an Kanto ist, dass die Bewohner und Pokémon dort nach ihrem Tod nicht wieder auferstehen. Sie waren nicht den Radiowellen ausgesetzt, die der Radioturm von Dukatsia City ausstrahlte. Sie müssen also konkret von einem Infizierten gebissen werden, damit sie sich verwandeln. Ganz anders als in Yoto, wo jeder nach seinem Tod zu einer untoten Kreatur wird. Wir fünf Trainer müssen uns über die Stadt verteilen, um die Städte und deren Bewohner zu retten. Wie? Wir sollen uns wieder trennen? Das ist doch Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Was sind man Reden? Jeder Trainer übernimmt eine Stadt. Es macht keinen Sinn, dass wir immer zusammen sind und alle auf einen Haufen agieren. Das ist verschwendetes Potenzial. Wir würden die anderen Gebiete aus den Augen verlieren. Ich gebe dem Spinner ungern recht, aber das stimmt. Was nützt es, wenn wir uns mit einer Übermacht nur in einem begrenzten Gebiet aufhalten? Wie er gesagt hat, verschwendetes Potenzial. Schön, dass wir uns verstehen. Und das mit dem Spinner habe ich gehört. Ich werde jetzt jedem eine Stadt zuteilen. Red geht nach Azuria City. Geht klar. Und grüß Misty von mir, wenn du sie siehst.
Da dir so viel an Johto liegt, schicke ich dich nach Hibiola City, Ethan. Klar, okay. Hey, Krista, wolltest du schon mal in der Weltmetropole shoppen gehen? Denn du gehst nach Prismania City. Cool. Ah, jetzt gibt's nur dich und mich, Drake. Du gehst nach... Catania City. Oh, Demo Ende! Leute! Azuria gehört Krista. Tja, in welche Stadt Drake geht? Können wir dann rot und blau spielen? Das wäre der Hammer, bitte. Vielleicht, mal gucken. Ich hasse dich jetzt, Mario. Why though? Na, also wir können ja nach Ausschuss von Grund. Was? Also überlegen, gehen wir jetzt einfach mal die ganze Städte durch. Wir können jetzt einfach mal nach Ausschuss fahren. Es geht ja nur die in Johto und Kanto, ne, die Städte. So, ja. Also Orania City ist ja, hast du ja gesagt, ist ja zombiefrei. Saffron ja auch. Zinnoberinseln, Alabastia. Die vier sind ja schon mal raus. Mhm. Fuxania City wird's auch nicht sein, wegen Pokémon Aurora. Mhm. Weil da ist ja auch die Lage im Griff im Grunde. Mhm. So, was gibt's da noch? Vertania, hatte ich das schon? Ja, das ist auch frei. Oder, ja, hatte ich das jetzt schon genannt? Prismania geht Krista und dann bleibt ja nur noch ein Ort, oder? Lavandia. Ja, es muss ja... Dann blieb ja eigentlich für Drake nur noch Lavandia. Es muss ja nicht unbedingt Kanto sein. Gary. Gary könnte ja auch nach Lavandia und Drake dafür in eine Stadt nach Johto. Wer, Eric? Gary könnte theoretisch nach Lavandia und Drake könnte irgendwo noch eine andere Stadt in Kanto und Johto rumdümpeln. So. Stimmt, Mina. Marmoria gibt's auch noch. Und Azuria gibt's ja auch noch. Stimmt, die drei gibt's ja noch. Ach, keine Ahnung. Ist doch klar, dass Krista nach Azuria muss, um auf Bilbenheit zu treffen. Ethan mit, Liebesdrama confirmed und dann ist sie aber schon schwanger. Tja, was sagt ihr zu der Demo, Leute? Ich will auch noch ein kleines Abschlusswort bringen. Wegen der Stadt, zu der Drake möchte. Ich habe mir halt Folgendes überlegt, also es wird auch wieder eine Spendenkampagne geben, das wollte ich auch noch mal an der Stelle erwähnen. Jetzt noch nicht, das wird noch wahrscheinlich ein bisschen dauern wegen der aktuellen Situation. Und ich habe ja damals zwei Perks angeboten. Einmal den Tier 1 Perk, das, keine Ahnung, so mindestens 5 oder 6 Euro Spende, da kriegt ihr eine Postkarte und jetzt steht in den Credits drin. Dann gibt es noch einen Perk für den Pokéball. Es gibt auch wieder dann irgendwann später diese USB-Pokébälle wieder. Diesmal ein Meisterball. Der ist jetzt noch nicht ganz fertig, aber ja. Da ist dann das Spiel drauf und so ein paar andere Extras. Und jetzt steht da natürlich auch in den Credits drin. Und ich hatte mir überlegt, noch so ein größeres Perk-Package anzubieten. Das nennt sich dann Executive Producer. Und da hat man den Vorteil, erstmal alle anderen Sachen bekommt ihr, also Pokéball und Postkarte kriegt ihr zugeschickt. Und man hätte halt den Vorteil, oder den Executive Producern, dass man entscheiden kann, in welche Stadt Drake geht. Also, dass ihr quasi das untereinander abstimmen könntet. Und Executive Producers haben auch jederzeit Zugriff zu dem Spiel, also auch während der Beta-Phase. Dürften die das dann spielen, wann sie möchten, könnten das Spiel auch selbst testen, wenn sie wollen. Ja, das wäre so meine Idee gewesen. Ist noch nicht 100% final. Ja. Super Demo, jetzt will ich mehr. Danke. Ist echt super bisher, bis auf den letzten Fehler. Was war Fehler? Ich gebe dir alles, was ich habe. Du verdienst es, Mario. Danke. Ja. Es freut mich, dass ihr das so positiv aufnehmt. Erstmal an der Stelle. Krista muss nach Azuria. Das wäre generell noch möglich, also ich kann das ja immer noch umschreiben. Ich habe halt nur mir vorgestellt, Azuria City als Stadt ist ein bisschen
blöd. Also ich meine, es ist auch nicht wirklich groß, oder? Also nee, das ist da ist halt gar nichts so an sich. Klar, es ist immer noch möglich, dass ich das umschreibe. Es ist halt generell möglich, dass Drake nach Margonia City kann mit See des Zorns. Er könnte auch nach Lavandia. Er könnte auch nach, jetzt müsste ich eine Karte aufmachen, halt nach in andere Städte. Also, dass Ethan aber nach Dingens geht, nach Viola City ist schon fest. Und dass Chris da nach Prismania City geht, ist auch schon fest, ne? Aber der Weg zu Bill und so. Ja, vielleicht wird Bill ja einen Auftritt bekommen in dem Spiel. Who knows? Du hast die Nuggetbrücke und den Fels und Azuria City. Ja, aber ich finde Städte eigentlich geiler. Die Höhlen, die langweilen mich. Wie es ihm geht. Ist muss mach bitte rot-blau spielbar, wenigstens für einen Abschnitt. Wenn ich ehrlich bin, habe ich sogar technisch was in der Richtung sogar vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht sogar wirklich auch noch solche Stretched Goals mache, dass ich sage, ab 10 oder 20, 30 Spendern, keine Ahnung, werde ich noch zusätzlich das Kapitel machen mit Rot, wo man den kurz spielen kann, oder Gary. Ja, sowas, aber es ist halt noch alles in den Kinderschuhen. Wie gesagt, ich wollte die Demo erst rausbringen, wenn das halt alles so abgeklärt ist. Weil, wie gesagt, ich hab mich ja dann quasi umentschieden. Ja. Das ist alles noch in den Kinderschuhen wie Adam. Genau. So, das ist das Ende der Demo. Danke an meine Tester Girigo, Lukius und Sella. Guck mal. Ich hab dich erwähnt. Ha? Da, guck mal. Oh, wie er sich Mühe gibt, einfach eine Textbox, wo es drinsteht. Sella in Klammern, zweite Wahl. Ja. Lückenbüßer, Lückenfüller. Ich hoffe, ihr mochtet die Demo des Spiels und würde mich über eine Kommentarebewertung freuen. Besucht auch meinen YouTube-Kanal, bla bla bla. Auf Twitch, da seid ihr alle drauf. Folgt mir und Twitter, folgt mir, bla bla bla. Ja. Ich hab nichts mitbekommen. Ja, wie gesagt, ich habe die Idee auch, Carlos, dass wenn... Nein, kein Facebook. Wenn ich eine gewisse Anzahl an Spendern erreicht habe, dass ich da Stretch Goals reinmache, dass ich sage, ab 30 Spendern mache ich noch das Zusatzkapitel, wo man als Red spielen kann oder als Gary oder sowas. Wirklich halt nur... es ist halt immer abhängig, wie die Leute noch so motiviert sind, das Spiel zu spielen, weil... Ich würde jetzt ungern ein ewig langes Spiel machen, nur für 2-3 Leute oder so, die es dann schlussendlich spielen. Zeller austauschen mit unbezahlten Praktikanten, zweiter Wahl als Lippenbüse austauschen. Ja, Mann. Oh, Sephelia, hör mal auf mit dem scheiß Facebook-Dreck, Alter. Ich habe aber tatsächlich heute was gepostet. Ich habe die Demo reingepostet, aber bitte folgt mir nicht auf Facebook auf der Seite. Die ist scheiße, da mache ich eigentlich fast nichts mehr. Dreck, Alter. Habe ich überhaupt Likes bekommen dafür auf dem Beitrag? Weiß gar nicht mal, das ist so lange. Oh ja, 75 erreichte Personen und 5 Likes. Ja, Mann, das hat sich voll gelohnt. Einer davon war ich. Ja, ich sehe es gerade. Aber ich dachte, du bist gar nicht mehr. Was bin ich? Was bin ich nicht mehr? Hallo? Du bist doch aber im Normalen gar nicht mehr bei Facebook, oder? Doch, ich habe mich nur umbenannt. Wir sind immer noch Freunde. Okay. Ich werde niemals aufhören. Das befürchte ich. Aber wenn ich die Seite lösche, die ist genauso tot wie die Seite beim Pokémon-Spiel. Ich muss sagen, ich bin lieber mittlerweile bei Facebook als bei Twitter. Wieder. Was? Twitter ist viel geiler, Mann. Nee, ich finde Twitter furchtbar. Also ich finde es mir richtig schlimm. Weil da alle so tun, als ob sie irgendwie, keine Ahnung, die Weisheit mit Löffeln hätten. Generell.
Alle haben so Ahnung. Alle labern so nur dasselbe. Ja. Ja. So, ich dachte halt, so Twitter wäre halt so für Künstler und so. Und das. Oh nein, das ist halt immer nur altkluges Dummgelaber. Pack auf Twitter, Insta rockt. Geht so. Geht so. Ja. Wie gesagt, wenn ihr auch selbst mal die Demo spielen wollt, hier ist auch nochmal der Link zu dem Ganzen. Na, also das YouTube-Video, da könnt ihr euch der Videobeschreibung des Spiels selbst runterladen. Ihr könnt ja mal andere Charaktere wählen und die anderen Dialoge und so mal lesen. Scheiß auf Social Media. Aller Haupt. Ja, wie sieht's denn aus, Wixbär? Bist du jetzt mal wieder aktiver? Oder verschwindest du danach wieder so 2 Jahre? So. Das wär's eigentlich gewesen.